Herzlich willkommen zur heutigen wissenschaftlichen Tagesschau, heute zur Talkshow Freie Argumente Plattform und mit kreisend natürlich auch wieder um die sogenannte 56% Frage. Sind meine Reformkonzepte eventuell die Folge von vorteilbringenden Irrtümern, auch von Sparten, besonders auf meiner eigenen Sparte? Also auch es wird auch heute wieder gehen um den Punkt Selbsterkenntnis ist der gute Weg sozusagen zur Besserung der Welt. Ich zeige das gerade mal den Zuschauern hier, dass die das auch nochmal kurz sehen können hier. Dieser Kernsatz hier, ja, The World's Council of Wise People, nextscientistsforfuture.de und der zentrale Satz, Selbsterkenntnis ist der einzige Weg zur Besserung der Welt. Das ist der neue Ansatz von den Next Scientists for Future. Und unser Gast stellt sich jetzt heute selber vor. Ich blende schon mal ihre Homepage ein. Die heißt, ich lese es mal vor, Another World, ein Wort, Punkt, Site, also S-I-T-E, gell? Das ist der Link, Another World, Punkt, Site. So, bitte jetzt mal kurz vorstellen. Ja, hallo, schönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Silvia Fischer, also ist ein Künstlername, unter dem ich schreibe. Ich bin nämlich Autorin, Visionärin und Bloggerin, unterhalte mehrere Blogs. Von der Ausbildung her bin ich Diplombibliothekarin. In meinem Beruf war ich auch viele Jahre tätig bis zum Burnout und dann bin ich meiner eigentlichen Berufung gefolgt, dem Schreiben. Ja, vielen Dank. Ich habe hier die Homepage von ihr auf, gell? Sie sehen es, Save the Planet, ein anderes System, also auch sie denkt darüber nach, eben wie man einfach eine andere Welt machen kann. Und ich fange mal jetzt an mit meinem ersten inhaltlichen Beitrag. Dabei läuft dann die Uhr mit. Und ich sage erst mal so, wo wir gerade hier bei den Next Scientists for Future stehen. Manches wird eine Wiederholung sein, weil wir das heute im Vorgespräch schon mal angesprochen hatten. Aber ich hoffe, es wird trotzdem nicht so langweilig werden. Also ich lege los mit meinem ersten inhaltlichen Beitrag. Ja, ich hatte es ja heute Nachmittag schon gesagt, dass ich eigentlich gehalten bin, jetzt auch von den Next Scientists for Future her, immer auf der Selbsterkenntnisebene anzufangen und zu sprechen. Also ich habe es ja heute Nachmittag schon gesagt, also für mich im Nachhinein habe ich meinen ersten großen vorteilbringenden Irrtum der sogenannten Nahrungssparte erworben als Kleinkind, als meine Mutter immer dann, wenn Körperkontakt im Fernsehen zu sehen war, sprang sie auf, schaltete in den Fernsehsender um, damit wir Kinder, also sozusagen, und damit signalisierte sie uns Kindern, ja, also Körperkontakt ist was irgendwie böse, gefährlich oder schlecht, ne? Und dann später machten ich und die hübsche kleine Nachbarstochter Doktorspielchen und dann haben die Eltern eben auch so, denen hat das Angst gemacht, das haben wir Kinder gespürt, wir haben das dann auch alles nie wieder gemacht, ja, weil wir direkt gespürt haben, irgendwie aus Sicht der Erwachsenen ist das irgendwie böse, schlecht und gefährlich. Und ich erwarb auch diesen vorteilbringenden Irrtum. Ich habe dann auch geglaubt, das ganze Körperkontakt ist böse, schlecht und gefährlich. Und dann habe ich meinem Vater nochmal irgendwann Bussis gegeben und dann habe ich gemerkt, dass er da Angst bekommen hat und dass ihm das, also dass er, und da habe ich dann wieder wurde nochmal dieser vorteilbringende Irrtum in meinem Kopf verstärkt. Körperkontakt muss ja was ganz schrecklich Schlechtes und Böses und Gefährliches sein. Und dadurch traute ich mich nicht, als ich dann verliebt war in der Schulzeit, traute ich mich jahrelang eigentlich nicht, den Mädchen anzunähern, hatte dann meine erste Freundin erst so mit 17 und 18, also viel zu spät eigentlich, würde ich sagen, denn ich war ja viel früher schon verliebt, ja, habe mich aber den Mädchen nicht anzunähern getraut
Und von daher sozusagen, ja, letztendlich habe ich zwar dann später sehr viele Freundinnen gehabt, weil ich dann ganz hart im Psychologiestudium natürlich daran gearbeitet habe, mir die Fähigkeit künstlich anzutrainieren, dann auf die Frauen zuzugehen und zu sagen, hallo, hast du vielleicht Lust, dich ein bisschen mit mir zu unterhalten? Und da hatte ich dann auch sehr viel Erfolg damit. Aber in dem Alter so von, sagen wir mal, von 13 bis 17 war ich so verklemmt durch diesen vorteilbringenden Irrtum, dass Körperkontakt irgendwie was ganz Schlechtes ist, dass ich einfach auch tendenziell leicht depressiv und unglücklich war und tendenziell innerlich einsam deswegen, weil andere hatten wohl Freundinnen, aber ich eben nicht und so in dem jungen Alter. Und da entwickelte sich bei mir schon die Tendenz, dass ich mit dem Essen zu kämpfen hatte, weil ich jetzt, ich hatte ja quasi einen relativen Glücksmangel, einen Glückshormonmangel und den habe ich in ganz natürlicher Weise durch Ersatzbefriedigungsversuche versucht zu ersetzen, nämlich ich habe dann einfach, ich war immer gefährdet ab dem Moment, zu viel zu essen. Und später dann auch zu viel zu kaufen. Ich habe dann auch als Kind schon mal eine Zeit lang mir meine Sachen auch selber eingekauft und so weiter. Also ich war ab dem Moment eigentlich immer Esssucht gefährdet. Esssucht als Ersatz für fehlenden Körperkontakt und für fehlende Liebe sozusagen. Das haben wir, verstehe ich heute so, dass der vorteilbringende Irrtum derjenige der Nahrungsindustrie war, denn für die Nahrungsindustrie ist es ja von Vorteil, wenn ich verklemmt bin und aufgrund der Verklemmtheit mehr Nahrung kaufe, einfach mehr einkaufe. Jetzt ist es nur so, dass man dann in der Wissenschaft natürlich untersucht hat, weil ja die Nahrungskonzerne normalerweise natürlich den Leuten nicht sagen hier, Leute, ihr müsst die Sexualität unterdrücken, damit ihr bei uns mehr einkauft. Das sagt ja kein Werbespot, ja? Wie kommt es dann trotzdem dazu? Und da hat man festgestellt, dass es immer darauf ankommt, welche Partner ein Konzern hat. Und dann hat man festgestellt, dass die Nahrungskonzerne alle Werbemilliarden ausgeben in die Medien. Und in den Medien hat sich dann eine Evolution gebildet, sodass dann die Medien hingegangen sind und ohne dass es ihnen bewusst war, haben sie Fernsehsendungen gebracht, die körperfeindlich waren, wo also Leute dann auch immer irgendwas gegen Körperkontakt hatten oder irgendwie immer verklemmte Leute wurden gezeigt in den Fernsehsendungen und so weiter. Und da, so funktioniert das, dass also quasi die Medien meine Eltern beeinflusst haben. Die Medien haben meinen Eltern den vorteilbringenden Irrtum beigebracht. Körperkontakt ist irgendwie schlecht, gefährlich oder böse. Dann haben die Eltern mir das beigebracht. Und ich habe es dann im Fernsehen auch noch mal gesehen, dass Körperkontakt schlecht, gefährlich oder böse ist. Ja? Und dann wurde ich dadurch verklemmt. Dann hatte ich zu wenig Liebeskontakte und dann kaufte ich mehr zu essen und bin immer noch gefährdet, immer wieder zu viel zu kaufen, sozusagen, besonders dann, wenn ich auch gerade Single bin oder so. Ja, dann ist natürlich, dann ist bei mir die Esssuchtgefahr immer am größten. Ne? Und ich kämpfe sozusagen mein ganzes Leben mit diesem Thema. So wie andere damit kämpfen, dass sie rauchen oder dass sie zu viel Alkohol trinken oder dass sie zu viel Süßigkeiten essen oder dass sie zu viel Tabletten nehmen oder Drogen nehmen, die einen nehmen Haschisch und so weiter. Wie unser Dr. Jakob so schön sagt, wir sind halt eine Suchtgesellschaft. Na, genau aus diesem Grunde. Und ja, und dann habe ich im Studium noch gelernt, sozusagen, den vorteilbringenden Irrtum der Psychotherapeuten gelernt im Studiengang klinische Psychologie, das hieß Curriculum klinische Psychologie, ne? Und dort haben wir alle möglichen Psychotherapietechniken studiert und gelernt und praktiziert und erprobt und damit Erfahrungen gesammelt. Dann habe ich auch noch die Ausbildung der Ärzte zum Psychotherapeuten großenteils absolviert an der Universität. Und ja,
die Weiterbildung zum Zusatztitel Psychotherapie und so weiter. Und habe dann eben den vorteilbringenden Irrtum gelernt, man könne die Menschheitsprobleme lösen, indem man im Gehirn irgendwie therapeutisch einen Schalter umlegt und dann würden die Leute glückselig werden. Und sie, also, und da war dann von Körperkontakt und von Gruppenleben, von Kommunenleben und liebevollem Miteinanderleben und so weiter keine Rede mehr. Das war nicht so wichtig, sondern ja. Und diesen vorteilbringenden Irrtum habe ich jahrelang geglaubt und habe dadurch meine Patienten ferngehalten davon, sich mit dem Thema des Körperkontaktes, vielleicht dem Kommunenleben, dem Gruppenleben und dem liebevollen Leben und der Befreiung der Sexualität und so weiter. Ich habe die davon abgehalten, sich damit zu beschäftigen. Und als ich dann gemerkt habe, dass ich so ja den Menschen schade, habe ich diesen Beruf niedergelegt und habe damit aufgehört, habe dann nur noch als psychologischer Berater gearbeitet und so weiter, weil ich dann dem Kodex der Psychotherapie nicht mehr verpflichtet war, nämlich nicht direkt, also in den Kliniken und überall war ich ja verpflichtet, normal Psychotherapie zu machen. Und die ist eben verklemmt, sozusagen. Die Psychotherapie selber ist verklemmt als Konzeption. Ja, und so habe ich mich also von teilweise befreit von zwei großen vorteilbringenden Irrtümern. Der eine vorteilbringende Irrtum war derjenige der Nahrungssparte in Kombination mit den Medien, nämlich Körperkontakt ist schlecht, Sexualität ist schlecht und böse und so weiter. Und der zweite vorteilbringende Irrtum war, ja, man kann durch Psychotherapie im Kopf einen Schalter umlegen, so dass die Menschen dann da sitzen und glückselig sind und eben keinen Sex brauchen, keine Gruppe, keine Kommune, keine neue Lebensform brauchen, sondern einfach so glücklich werden. Und diesen vorteilbringenden Irrtum habe ich dann auch durchschaut. Und gerade weil ich so vorteilbringende Irrtümer durchschaut habe, bin ich natürlich jetzt hier auch Mitglied im Weltrat und Next Scientist for Future, denn die Professoren dort und so weiter haben alle irgendwo bestimmte vorteilbringende Irrtümer durchschaut und hinter sich gelassen. Selbsterkenntnis ist der einzige Weg zur Besserung der Welt. Ja, ich hoffe, Silvia, das war jetzt nicht zu viel Wiederholung für dich, aber ich hoffe, dass es dich jetzt nochmal anregt, jetzt zum Beispiel auch drüber zu sprechen, wie du das in deinem Leben vielleicht auch manches schon erlebt hast und so weiter und vielleicht zu was dich das, was ich jetzt gesagt habe, inspiriert hast. Du hast jetzt viel Zeit, darüber zu reden. Wenn deine Zeit dann um ist, du hast jetzt 10 Minuten Zeit, darüber zu reden, sage ich dann Time. Und ja, du kannst jetzt alles, was dir jetzt dazu einfällt und auch sonst wichtig ist, kannst du jetzt gemütlich loslegen. Du hast jetzt viel Zeit. Also viel Spaß. Ja, danke schön. Ja, also wenn ich so höre, wie du dahin gekommen bist, wo du jetzt stehst, dann wollte ich auf ein Event, ein Ereignis, das mein Leben geprägt hat und bis heute noch prägt, hinweisen. Und zwar fand es statt, bevor ich an einem renommierten Institut angefangen habe, als Bibliothekarin zu arbeiten. Da war ich bei einer Amtsärztin und die sagte mir, ja, Sie können arbeiten, Sie prüfen ja die Arbeitsfähigkeit, aber Sie sollten einen Ausgleich schaffen. Und ich habe dann also angefangen zu arbeiten und habe dann am Anfang noch mal ab und zu bin ich gejoggt abends, um diesen Ausgleich zu schaffen und bin dann auch am Wochenende ins Grüne gefahren, um mich zu erholen und so. Aber nach 6 Jahren, ich war dann auch sehr fleißig und ambitioniert und habe große Projekte gemacht und viel gearbeitet, zum Teil 60 Stunden die Woche und dann wieder weniger. Auf jeden Fall bin ich dann irgendwann im Burnout gelandet nach 6 Jahren. Und dann kamen mir die Worte von meiner Ärztin bei der Einstellungsuntersuchung wieder zu Bewusstsein und dachte, oh, hätte ich doch nur mal auf die Ärztin gehört. Und von da ab hat sich mein Leben angefangen, komplett zu verändern. Und ich habe darauf
geachtet. Das war dann eigentlich das Wichtigste für mich, Gesundheit wiederherzustellen und vor allen Dingen mich mit gesunder Lebensführung zu beschäftigen. Und zwar ganz, ganz intensiv. Und angefangen hat es eben mit diesem Ausgleich, wo ich, also ich kam dann, egal zu welchem Arzt ich gegangen bin, danach nach dem Burnout, alle Ärzte haben mir gesagt, gehen Sie in die Natur, gehen Sie spazieren, gehen Sie im Wald Pilze sammeln. Ja. Und da habe ich eben gelernt, wie wichtig es ist, für den Energiehaushalt, den eigenen, zu sorgen und wie wichtig es ist, sich zu bewegen. Und ich habe, ich hatte dann 20 Jahre noch einen sehr bewegten Lebenslauf. Also ich bin dann auch komplett aus dem System ausgestiegen, weil ich das System so ein bisschen, also so ziemlich als zerstörerisch ansah. Also ich habe dann angefangen zu überlegen, ja, was passiert hier überhaupt? Die Menschen arbeiten, wie ich ja auch, 40 Stunden oder noch mehr, um Geld zu verdienen und irgendwann werden sie krank. Und dann wenden sie ihr ganzes Geld, das sie sich angespart haben in den vielen Jahren, die sie gearbeitet haben, dafür auf, wieder gesund zu werden. Also es war meine Situation. Und ja, genau. Und irgendwann bin ich dann sogar ganz ausgestiegen. Und ja, das ist dann vielleicht auch, hat mit meiner Biografie zu tun. Ich habe nämlich in Brasilien gelebt und gearbeitet und habe dort immer die Straßenkinder gesehen. Und die Straßenkinder haben mich schon als Kind fasziniert. Meine Eltern hatten nämlich ein Buch mit den Straßenkindern der Welt. Kinder der Welt hieß es, da waren auch Straßenkinder. Das hat mich schon immer irgendwie fasziniert. Und als ich in Brasilien gelebt habe, hat mich das auch irgendwie, also so schlimm das ist, aber es hat mich fasziniert, wenn ich diese, also ich bin mehrfach überfallen worden auch von diesen Straßenkindern. Das war nicht so lustig. Aber überhaupt, wir leben ja hier in Deutschland in einem sehr abgesicherten System. Und die Tatsache, dass ich in einem total überhaupt nicht abgesicherten System, also Land, riesengroßen Staat wie Brasilien gelebt habe, hat mich natürlich beeinflusst. Vor allem auch die Lebensfreude, die ich gesehen habe bei den Menschen. Die hatten einfach eine unglaublich große Lebensfreude, obwohl sie überhaupt nichts hatten. Und es hat mich so fasziniert, dass ich in meinem Leben irgendwann mal dahin gegangen bin und habe das getauscht. Ich sage das jetzt mal so, das wurde mir dann erst viel später bewusst. Ich habe mir dann auch gesagt, ich tausche lieber diese ganze Sicherheit, alles ein gegen diese Lebensfreude. Und deshalb bin ich auch total ausgestiegen und es war mein Traum, ohne Geld zu leben. Und den habe ich mir dann verwirklicht, beziehungsweise er hat sich verwirklicht. Ich habe da gar nichts groß zu beigetragen, außer kein Geld mehr zu beantragen. Und dann fiel es irgendwann weg, zum 31.12.2008. Und am 1.1.2009 hatte ich eben kein Einkommen mehr, keine Krankenversicherung mehr, ich hatte keine Wohnung mehr, die hatte ich schon aufgegeben und habe irgendwie ohne das Ganze gelebt. Und es war mein Traum. Es war mein Traum, ohne Geld zu leben. Und den hatte ich schon 5 Jahre vorher. Und habe dann Heidemarie Schwärmer gelesen und das Buch, das Sterntaler-Experiment. Und ich hatte auch einen Freund, der ist mal umsonst durch Deutschland. Der war von dem Michael Holzach so begeistert und ist dem nachgefolgt. Und ich bin dem eben dann auch irgendwann nachgefolgt. Und habe das eben in Frankreich gelebt. Ein Jahr ganz ohne Geld. Und das hat mir so gut gefallen, dass ich dann noch 8 Jahre weiterhin außerhalb des Systems geblieben bin, ohne Einkommen, ohne Wohnung, ohne alles mehr oder weniger. Also 2 Jahre im Wagen. Ich habe dann gelebt von dem, was ich noch hatte und habe so wenig wie möglich im Monat ausgegeben. Das waren dann so 150 Euro im Durchschnitt im Monat. Und das habe ich viele, viele Jahre gemacht und habe mich ganz intensiv mit gesunder Lebensführung auseinandergesetzt, weil davon hatte ich auch 7 Jahre keine Krankenkasse. Ich hatte aber das Recht darauf, das möchte ich auch sagen. Also 2 Jahre habe ich das Recht auch in Anspruch genommen, dass es gibt in Frankreich auf eine kostenlose Krankenversicherung, wenn man kein Einkommen hat. Das finde ich auch total sozial und human und super. Und die anderen Jahre habe ich mir gesagt, boah, ich brauche das doch gar nicht. Ich kümmere mich um meine Gesundheit selber. Ich bewege mich jeden Tag 2 Stunden, habe ich mir irgendwann gesagt, vor vielen, vielen Jahren.
Und damit bin ich schon mal geschützt, weil viele Krankheitsursachen von Bewegungsmangel herrühren. Und ich ernähre mich auch gesund. Ich war mal in der anthroposophischen Klinik damals und habe gelernt, wie man sich gesund ernährt, möglichst viel Frischkost auch zu sich nimmt, möglichst viel Salat isst und halb roh, halb gekocht. Und das habe ich soweit wie möglich, wie ich es konnte, beibehalten. Also gesunde Ernährung, möglichst auch kein Fastfood. Das haben mir Leute schon in Brasilien gesagt, Fastfood, dass das nicht gut ist für die Gesundheit, weil es übersäuert und weil es Stress erzeugt, weil es eben so schnell zubereitet wird. Genau, und das hat mir die ganzen Jahre irgendwie geholfen und das tue ich immer noch. Und jetzt habe ich praktisch ein ganzes System kreiert, weil ich so lange außerhalb des Systems gelebt habe. Und würde am liebsten vielen, vielen anderen Menschen auch noch die Möglichkeit geben, so zu leben, gesund zu leben, dass sie eben sich viel bewegen können am Tag, dass sie sich gesund ernähren können. Das braucht viel mehr Zeit, wenn man sich selber seine Nahrung zubereitet, frisch vor allen Dingen, als wenn man sich eine Pizza in den Ofen schiebt. Und dass man auch ein bisschen was vielleicht für tut oder auch für andere, finde ich auch wichtig. Also, dass man nicht gar nichts macht, sondern auch ein bisschen was tut, also so 1,5 bis 2 Stunden am Tag. Und dass man dann auch noch Zeit hat, anderen zu helfen. Also, das ist mein anderes System, was ich kreiert habe und was ich mir eigentlich wünsche, als Prototyp ins Leben zu bringen. Genau, und dann sage ich dann noch, was ich sonst noch alles meine, wie wir eine bessere Welt schaffen können, dann gemeinsam, alle zusammen. Und jetzt mache ich aber hier mal einen Punkt und hör mal, was du zu sagen hast. Ja, vielleicht, du hast noch ein bisschen Zeit, hast du noch, vielleicht kannst du ja jetzt noch mal 1 Minute, 2 Minuten vielleicht zu so sagen, sowas wie den ersten Punkt, was du zum Beispiel, was so die brennendste Reform wäre, oder siehst du den Wandel darin in einem Leben, in einer Kommune, in einer Gruppe, oder siehst du auch bestimmten politischen Reformbedarf für den Gesamtstaat? Wenn du da vielleicht jetzt noch mal 1 Minute was sagst dazu? Ja, also ich man kann mich auch so ein bisschen als Visionärin bezeichnen. Ich sehe die Welt, wie sie in Zukunft ist, so vor meinem geistigen Auge, sage ich mal, oder wie ich sie mir wünsche, wie ich sie mir vorstelle, wie sie in meinem Herzen wohnt, sage ich gern. Die Welt, die in unseren Herzen wohnt, die hat mit dem, was wir hier haben, ganz, ganz wenig zu tun. Da gibt es so Leute, die über andere herrschen und sowas, das gibt es überhaupt nicht mehr, sondern man entscheidet gemeinsam, man hat auch ein ganz anderes Paradigma, also das ist ja unter Paradigmenwechsel, dass man stets im vollen Bewusstsein und zum Wohle aller handelt, also auch aller Lebewesen, Mensch, Tier und Pflanze, und dass man einfach also guckt, was kann man ändern, wo ist unsere Lebensführung insgesamt für uns und den ganzen Planeten eigentlich zerstörerisch. Und ich glaube, dass jeder erstmal bei sich selber nur ansetzen kann, überhaupt eine Verbindung wieder zu sich selber herzustellen. Also das ist so mein Ansatz, erstmal anzufangen, selber ja, was zu tun für sich, nicht nur für andere, erstmal für sich, einen Raum jeden Tag, also eine Zeit, sich zu nehmen, sich zurückzuverbinden mit unserer Quelle, wo wir herkommen. Und aus dieser Verbindung heraus, also auch sich mit der Natur zu verbinden, weil dann werden wir sie nicht mehr zerstören. Und weil sie gibt uns ja ganz viel und auch die Heilung, die wir brauchen. Und das ist so mein Ansatz. Genau. Und dazu habe ich jetzt auch eine spirituelle Webseite eingerichtet, die Violet Spirit .wordpress.com, um auch meine Ideen in dieser Hinsicht weiterzugeben, weil ich glaube,
Das ist die Basis für uns, das Fundament, dass wir nicht in der Trennung sind, also getrennt sind von uns selber, von unserem Ursprung, wo wir herkommen, sondern in Verbundenheit. Und aus dieser Verbundenheit können wir auch mit anderen Menschen und mit allem, was ist, mit der Natur, mit den Tieren, mit Pflanzen in Verbindung sein. Und dann werden wir auch nicht mehr zerstörerisch handeln, wie das heute noch der Fall ist. Ja, danke. Danke soweit erst einmal. Und ja, dann sage ich jetzt mal meine nächste Runde. Und zwar, die Sache ist sozusagen so, ich gehe erst mal aufs Politische ein. Du weißt ja, dass für mich sozusagen als Mensch jetzt, ich zum Beispiel, ich habe ja durch diese Selbsterkenntnisprozess, den ich eben geschildert hatte in der ersten Runde, ja letztendlich den Schluss gezogen, wenn ich mit meiner Esssuchtgefährdetheit klarkommen möchte, dann muss ich sozusagen letztendlich ein erfüllteres Liebesleben haben. Ich hatte zwar immer viele Freundinnen, war verlobt, war auch mal verheiratet und so weiter, aber ich habe trotzdem immer einen Mangel an Liebe gespürt, weil ich einfach für mich persönlich gemerkt habe, ich bin gar kein monogames Tier. Also wir haben ja das Phänomen, dass angeblich so 70% aller Männer in den Beziehungen fremdgehen, 60% aller Frauen oder so, die genauen Zahlen habe ich nicht mehr im Kopf, aber irgendwie so in den Größenordnungen. Also irgendwie, wenn doch der Mensch ein durch und durch monogames Tier wäre, dann müssten wir doch eigentlich alle mit einem Partner rundum zufrieden sein und dann auch wirklich nichts anderes mehr brauchen und nichts anderes mehr suchen. Und dann müsste das ja funktionieren. Und ich habe aber immer gespürt, dass ich, auch wenn ich mit der tollsten Frau der Welt zusammen war, zum Beispiel mit meiner Verlobten, trotzdem waren andere Frauen für mich immer hoch attraktiv und einfach hoch attraktiv. Und ich habe dann irgendwie innerlich schon darunter gelitten, dass ich ja wegen des Monogamiezwanges in unserer Kultur mir das nicht erlauben durfte. Und deswegen, da habe ich daraus erkannt, und da hat mir die Wissenschaft noch geholfen, da gab es zum Beispiel den Professor Franz de Waal, der unsere engsten Verwandten beschrieben hat und beschrieben hat, also über die sogenannten Bonobos, das sind so Fastmenschen, kann man sagen, ja. Und der hat so gesagt, ja, das sind ja richtig matriarchale Hippie-Affen, die machen ja Make Love Not War und das funktioniert bei denen auch noch und das ist ja, ja, und dann hat man alles, was ich dann darüber studieren konnte, da kam ich zu dem Schluss, ja, die leben ja eigentlich in einem Bonobo-Schenker-Kommunismus, die leben in einer Kommune, in einer Gruppenehe, in einer polybisexuellen Gruppenehe. Alle Frauen haben Körperkontakt mit allen Männern in der Gruppe und mit allen Frauen. Und das Ganze läuft total liebevoll ab. Das, was bei Säugetieren häufig ist, dass Kinder getötet werden, das findet da gar nicht statt, weil niemand weiß, wer der Vater welches Kindes ist. Dadurch haben die Männer gar nicht die Möglichkeit, den Frauen Böses zu tun. Und so war ich dann ja zu dem Schluss gekommen, dass ich eben wohl auch solch ein Kommunentier bin. Dass ich eben auch sozusagen ein offensichtlich, wobei so verklemmt wie ich erzogen war, hatte ich also mit der, die Forschung hat ja gesagt, in diesen Kommunen sind die Frauen zu 100% bisexuell, die Männer nur zu 50% bisexuell. Und ich hatte natürlich wegen meiner Angst vor Körperkontakt, natürlich habe ich besonders natürlich auch Angst vor Körperkontakt mit Männern gehabt, habe ich heute noch.
Das habe ich also nicht, nie, immer noch nicht von der Kindheit her überwinden können. Aber muss ja auch nicht sein, also jetzt unbedingt, ja, sozusagen. Denn auch bei den Bonobos ist der Körperkontakt zwischen Männern eigentlich nur sporadisch und nicht so im Vordergrund stehend, ja. Und ich weiß es auch nicht, ob ich nur so verklemmt bin, aber ich finde halt Frauen viel reizvoller als Männer, aber es kann auch sein, dass das nur meine Verklemmtheit ist. Ich bin ja auch sehr homophob erzogen worden, ne? Also im Sinne von diesen vorteilbringenden Irrtümern, Körperkontakt ist irgendwie schlecht und besonders zu Männern natürlich, ne? So bin ich ja erzogen worden. Und ja, aber das heißt also, dass ich eigentlich sowohl in der Politik als auch in dem Außerparlamentarischen, ja, also wir haben ja die zwei Schienen. Wir können politisch das Land verändern und damit unser Leben verändern zum Positiven, oder wir können sozusagen letztendlich in einer Kommune leben, in einem Ministaat im Staate leben sozusagen und dort eine andere Welt aufbauen, so gut das geht, wenn außenrum die Welt verrückt bleibt sozusagen, ja. Und ich habe dann viel experimentiert mit Kommunen. Ich war ja auch bei dem berühmten Sexguru Bhagwan Sri Rajneesh, heute Osho genannt, Osho Bhagwan Sri Rajneesh, wurde dann von meinen Schülern ja auch Bhagwan Anurag Sital genannt und so weiter, hatte dann auch eine entsprechende Kommune und so weiter. Aber alles war nie so richtig bleibend erfolgreich. Ich war eine Zeit lang, war das auch vom Körperkontakt her sehr, sehr erfüllend und so weiter. Aber es hat nie wirklich auf Dauer funktioniert, weil das im Rahmen dieses Systems sehr schwierig ist. Aber ich habe also gemerkt, ich bin offensichtlich kein monogames Tier. Also dann soll ich mich da auch nicht zwingen, sondern ich hoffe dann darauf, dass durch unsere Reformen, also letztendlich wir irgendwann die Hausärzte, die Gesundheitspraxen, wir haben auch darüber gesprochen, dass ja auch du zum Beispiel eine Gesundheitspraxis dann aufmachen könntest und Krankenkassenzugang hättest und so weiter, nach unserem System, ja, nach unserer Gesundheitsreformkonzeption. Und dass dann diese Gesundheitspraxen irgendwann erkennen werden, dass unsere Professoren recht haben, dass sie es doch mal experimentieren sollten, den Leuten Tipps zu geben, vielleicht mal in einer Mehrgenerationenwohngemeinschaft zusammenzuleben, vielleicht mal wirklich in einer Kommune und wirklich mal zu versuchen und zu experimentieren mit etwas mehr Körperkontakt und so weiter. Und ja, weil nämlich die ganzen Praxen in Zukunft ja dann am meisten Geld verdienen, wenn die Leute nie krank werden, wenn sie so glücklich und zufrieden sind, dass sie kein Suchtverhalten mehr brauchen sozusagen, also dann sich auch sehr gesund ernähren, sich gesund leben und dann auch über den Körperkontakt sehr gesund sind, so ihr Immunsystem auch sehr stark stärken und so weiter. Und dann verdienen nämlich die Praxen am meisten, weil die verdienen in Zukunft ja nur noch an den gesunden Menschen, ne? Und die andere Möglichkeit ist eben, dass man Kommunen direkt aufbaut, aber da ist es dann auch wieder schwierig, weil dann die Leute eben viele vorteilbringende Irrtümer im Kopf haben, aufgrund derer sie sich sehr schwierig verhalten. Und das macht es dann wieder ziemlich schwierig. Und ja, und jetzt habe ich aber damit, was ich jetzt gerade gesagt habe, ja quasi schon eine Reform angesprochen und kann dich jetzt fragen, ob du da eine andere Reformalternative siehst. Also unsere Reform sagt ja, ja, alle zu den Krankenkassen zulassen und dann messen, wie entwickeln sich, also die Leute können, die Kunden, die suchen sich ja heute schon, sagen, was weiß ich, das ist mein Hausarzt und suchen sich quasi eine Hausarztpraxis. Und genauso suchen sie sich dann eine Hauspraxis sozusagen, egal wer die betreibt. Das muss kein Arzt sein, ne? Das werden wir völlig öffnen für alle Berufsbereiche und so weiter. Jeder kann so eine Praxis aufmachen, der sich dazu berufen fühlt.
Aber wir messen dann einfach, wie sich dann, nehmen wir mal an, was weiß ich, ein paar hundert Leute haben sich eine Praxis gewählt. Und dann gucken wir einfach, ja, wie entwickelt sich denn das Wohlfühlen, die sogenannte Wohlfühlstimme bei diesen Kunden? Wie entwickeln sich die Gesundheitsdaten? Zum Beispiel, wenn die aus einer Krebsfamilie stammen, haben die jetzt, müssen die weniger wegen Krebs operiert werden als ihre Eltern zum Beispiel oder ihre Großeltern? Ist da ein positiver Trend zu sehen? Und dann kriegen die Praxen sozusagen hohe Verdienstzuschüsse, kriegen hohe Ranglistenpositionen und kriegen dadurch wieder weiteren Zulauf von neuen Leuten. Also quasi ein Gesundheitssystem offen für alle Anbieter, für alle Leute, die Erfahrung mit gesundem Leben haben und Gesundheitsförderung haben. Und das ist also quasi unsere Gesundheitsreform. Und vielleicht können wir so einsteigen, dass du dann einfach mal sagst, ob du andere Vorstellungen zu einer Gesundheitsreform hast oder ob du da irgendein Problem siehst. Ja, du bist jetzt wieder dran, ne? Ja, danke schön, Dylan. Ja, ich finde diese Idee ganz toll mit der Wohlfühlstimme und ich finde diesen Ansatz auch sehr lobenswert, dass die Leute selber schauen, was ihnen gut tut. Und zwar dauerhaft. Also es gibt ja langfristige, mittelfristige und kurzfristige Lösungen und Konzepte und alles. Also ich bin ja kein großer Freund der Schulmedizin. Und was ich überhaupt für die Zukunft vorsehe, ist, dass man erstmal mit Naturheilmitteln heilt, grundsätzlich. Und erst wenn die nicht helfen, dann die Schulmedizin zu Rate zieht. Mein Ansatz ist, also ich habe, also wenn es ums Gesundheitssystem geht, ein komplett anderes Verständnis von Gesundheit und Krankheit. Also nur mal ganz kurz, mein Ansatz ist der, eine Krankheit kommt zu uns, um uns zu helfen, etwas zu lernen, was wir anders nicht lernen konnten. Also das ist bei all meinen Erforschungen bei mir selber oder auch bei anderen Menschen rausgekommen. Es hat sich im Laufe der Jahre entwickelt, dass ich gesehen habe, oft bevor ich krank geworden bin, gab es Zeichen, gab es Signale, vielleicht in eine andere Richtung zu gehen. Die habe ich nicht befolgt. Und irgendwann bin ich dann krank geworden. Ich habe sie nicht befolgt, also ich habe sie wissentlich auch irgendwo nicht befolgen können. Also ich sage jetzt nicht, jeder ist schuld daran, dass er krank ist. Darum geht es nicht, sondern es geht darum zu sagen, es war mir wohl nicht anders möglich, also auch mit sich selber da in dieser Hinsicht liebevoll umzugehen, weil es ist ja, jede Krankheit ist nicht sehr angenehm. Also es ist, ich meine, wir müssen die Lernaufgabe teuer bezahlen, sage ich jetzt mal, mit viel Schmerzen meistens, sich zu sagen, okay, es war mir nicht anders möglich, aber okay, jetzt halte ich mal inne und schaue mir mal an, was will mir die Krankheit überhaupt sagen? Was hat die für eine Botschaft für mich? Weil normalerweise hat jede Krankheit eine Botschaft für mich. Und diese herauszufinden, das ist erstmal das Wichtigste. Also nicht, wie das bei uns üblich ist, die Schulmedizin. Ich erforsche gar nicht die Ursache. Also das wäre dann das Nächste, zu schauen, was ist die Ursache? Warum bin ich krank geworden? Was habe ich getan? Was habe ich gemacht? Meistens gab es auch irgendwie einen Auslöser zu gucken. Also ich habe dann auch selber Methoden entwickelt zur Heilung. Habe ich auch auf meiner Another World-Seite einen Podcast darüber. Wie kann ich Selbstheilung bewirken? Ist auch nochmal eine interessante Sache.
dann ist zu schauen, tut mir irgendwas nicht gut, was ich zu mir füge, also mir zufüge. Was weiß ich, ist es Milch, die ich nicht vertrage, oder ist es Fleisch, was mein Körper eigentlich gar nicht mehr haben will, oder Kaffee, was auch immer. Geht es darum, irgendwas wegzulassen, was ich mir zufüge? Da auch genau hinzuspüren, sich zu beobachten, den Körper zu beobachten, was ist da? Manchmal geht es darum, sich was zuzuführen. Also ich sage jetzt mal Nahrungsergänzungsmittel. Vielleicht fehlt mir was wie Vitamin B12. Fehlt fast allen Vitamin D3. Fehlt fast allen Deutschen, also jetzt hier in den Breitengraden. Da ist es auch manchmal egal. Also Vitamin B12 fehlt vor allen Dingen natürlich den Vegetariern oder Veganern gar. Also muss ich da was zuführen. Also es gibt lauter so Fragen, die man sich irgendwie beantworten kann. Oder was ist die Ursache? Fehlt mir vielleicht Bewegung? Fehlt mir, wie ernähre ich mich? Ernähre ich mich gesund? Was esse ich überhaupt? Also wie gesagt, ich komme da von diesem anthroposophischen Ansatz her, von Dr. Bruker, der sagt halb roh, halb gekocht. Und damit bin ich sehr gut gefahren, die vielen Jahre. Also ich finde es wichtig, auch sich mit basischer Ernährung zu beschäftigen, weil die meisten Krankheiten rühren von Übersäuerung des Körpers her, also bis hin zu Krebs. Also man kann fast alle Krankheiten schon da, sagen wir mal, stoppen, vielleicht jetzt nicht ganz heilen, aber indem man die Ernährung radikal umstellt. Dazu sollte man erstmal eine Fastenwoche oder so einlegen, um die Ernährung umzustellen. Also es gibt da ganz viele Ansätze, erstmal ganz, ganz anders ranzugehen an Krankheit und an Gesundheit. Also ein ganz anderes Verständnis erstmal zu bekommen, was Krankheit überhaupt ist. Erstmal die willkommen zu heißen, als oft steht da ein Geschenk dahinter, eine ganz, ganz wichtige Botschaft, sein Leben irgendwie umzustellen. Genau, und da erstmal mit Dankbarkeit zu begegnen und dann zu gucken, was will er uns sagen. Also das ist jetzt, was ich zum Gesundheitssystem sagen kann und möchte. Und zu dem anderen, was du sagst mit dem Körperkontakt. Ich kenne das auch aus meiner Familie, wenig Körperkontakt zu haben. Ich selber habe darunter nicht so sehr gelitten. Ich finde es wichtig, witzig, dass du mir davon erzählst, von deinem Bedürfnis, attraktive Frauen vielleicht auch nicht nur anzuschauen, sondern zu umarmen. Ich habe da einen anderen Ansatz. Mein Ansatz ist, man muss nicht alles, was schön ist, auch haben wollen. Ja? Ich hatte immer das Sprichwort, man darf alles von mir haben, aber nichts von mir wollen. Ich hatte eine Beziehung letztes Jahr, das ist sehr witzig, in dem Zusammenhang mit einer Person, die eben auch auf nichts verzichten will, also auch gerne Kontakt haben möchte mit also auf jeden Fall vielen anderen Frauen. Und ich muss sagen, mein Herz hat darunter gelitten. Und nachdem mein Herz darunter zu oft gelitten hat, habe ich dann auch gesagt, okay, ich nehme jetzt Abstand davon, weil mein Herz mir einfach wichtiger ist. Und ja, also ich bin eigentlich ein sehr bedürfnisorientierter Mensch und denke, wenn das anderen ein Bedürfnis ist, finde ich es gut zu schauen, wie kann ich das Bedürfnis leben, aber dann auch ganz genau hinzuschauen und hinzuspüren, wie ist das für mein Gegenüber. Das wäre dann meine wichtige Botschaft, zu schauen,
wo sind die Grenzen, wo sind meine Grenzen, wo sind die Grenzen des Gegenübers, und da auch einen sehr achtsamen, wertschätzenden Umgang pflegen mit dem Gegenüber und gucken, wie ist es für den anderen, wenn ich mich so verhalte. Passt es für den anderen? Hat er auch ein eindeutiges, klares Ja dazu? Weil ich selber die Erfahrung gemacht habe, also ich habe da sehr drunter gelitten. Ich habe aber auch sehr unter der Trennung dann gelitten. Und bin aber jetzt noch immer noch am Schauen, werde aber bestätigt, dass so eine Beziehung zu einem Menschen, der sehr viel Kontakt auch noch zu anderen hat, dass das automatisch Liebeskummer produziert. Also ich stehe da durchaus nicht alleine da. Und interessant möchte ich noch was erzählen. Ich habe ja viele Jahre in Frankreich gelebt. Und was mir da aufgefallen ist, war, dass die Frauen alle sehr eifersüchtig waren. Also furchtbar, also fast schon krankhaft eifersüchtig. Und ich habe dann jahrelang recherchiert, ja, woran liegt das denn? Und ich verstehe das gar nicht. Und ich konnte gar nicht richtig freundschaftliche Beziehungen zu Französinnen aufbauen. Und das fand ich sehr schade. Und ich habe jahrelang recherchiert, woran das liegt. Und irgendwann hat mir mal jemand erzählt, es liegt daran, dass die französischen Männer nicht treu sind. Und ich habe das selber erlebt, ich bin ja viel getrennt, und das kam schon durchaus öfter vor, dass mich die Männer gefragt haben, ob ich jetzt nicht Lust hätte, irgendwo auf eine stille Minute zu zweit. Und ich habe dann dankend abgelehnt, ich wurde immer respektiert, und das möchte ich halt sagen, also mir ist das Wichtigste, ist der Respekt. Eines meiner Sätze ist, alles steht und fällt mit dem Respekt. Also das ist mir ganz wichtig, dass man sich gegenseitig respektiert, also dass Männer auch die Frauen in ihren Bedürfnissen respektieren. Und wenn für beide alles okay ist, dann habe ich überhaupt kein Problem. Aber wenn eine von beiden leidet oder wenn irgendwie Grenzen überschritten werden oder so, ohne es zu merken, manchmal auch unachtsam oder so, sage ich, da fangen dann die Probleme an. Und genau, also solange alles achtsam ist da und respektvoll miteinander im Umgang und genau reinspüren kann, jeder, stimmt es jetzt, ist es stimmig, passt es jetzt für uns beide? Und wenn da ein Ja ist auf beiden Seiten, dann habe ich da kein Problem. Oder auch auf der dritten Seite. Aber wenn einer der Beteiligten anfängt, drunter zu leiden, dann würde ich doch noch mal genauer hinschauen wollen, was da jetzt wirklich, ja, was wirklich passt und stimmt. Und ich meine, da kann man ja auch aneinander wachsen. Genau. Also was ich nicht möchte, ist, dass mir da irgendwas aufgezwungen wird. Das möchte ich nicht. Genau. Ja, soweit erstmal, ja. Gut. Ja. Ja, das ist ja sehr interessant. Das ist sehr interessant. Dann werde ich da gleich jetzt mal drauf eingehen. Auch, denn genau das sind die Probleme, an denen wir arbeiten und mit denen wir zu tun haben. Ja, wir haben ja, also wir stellen fest, der Mensch von heute in unserer Welt ist eifersüchtig und leidet. Ja, und leidet. Und dann in der Wissenschaft, also wir haben die Bonobos untersucht, und die leiden nicht. Ja, also da hat, also zum Beispiel haben alle Männer mit allen Frauen der Gruppe Sex und Körperkontakt und alle Frauen mit allen Frauen Körperkontakt, und im Prinzip, da leidet niemand drunter. Ja, das ist so, bei uns Menschen ist es ja so, wenn wir mit anderen zum Beispiel zu einem Kaffee trinken gehen, dann leidet meistens der andere nicht darüber. Also was weiß ich, wenn ein Kollege am Arbeitsplatz, mit einer Kollegin am Arbeitsplatz
einen Kaffee trinken geht, dann kommt es meistens nicht zu diesem Leiden. Jedenfalls meistens, ne? Wenn jemand sehr, sehr eifersüchtig ist, kann es ja natürlich auch schon wieder zu Leiden führen. Ja, und dann hat man also sozusagen untersucht, ja, was ist denn da los? Und dann hat man festgestellt, ja, hoppla, genauso wie ich sozusagen mit der Angst gefüttert wurde, also mit der Angst gefüttert worden war, sozusagen Körperkontakt ist was Schlechtes, Böses, Gefährliches. Genauso bin ich auch als Kind natürlich gefüttert worden mit der Vorstellung, ja, als Mann ist es ganz normal, gehört es zum normalen Verhaltensrepertoire, eifersüchtig zu reagieren, wenn die Freundin mit jemand anderem dann Körperkontakt hat, ne? Und so bin ich auch erzogen worden und so war ich auch als junger Mann sozusagen. Und dann haben wir das wissenschaftlich untersucht und haben ja dann letztendlich festgestellt, ja hoppla, ist doch klar, um den Konsum, um die Konsumsucht möglichst hochzuhalten, musste in den letzten Jahrhunderttausenden, kann man sagen, musste die Eifersucht uns beigebracht werden, weil die Eifersucht ist eines der zuverlässigsten Mittel, um quasi letztendlich ja dieses Kommunenleben, aus dem wir alle wahrscheinlich herstammen, unmöglich zu machen. Ja, also, denn es gibt für einen Händler, für einen Tauschhändler, für einen Fernhändler, der also irgendwie Konsumgüter verkauft, gibt es ja eigentlich nichts Schlimmeres, als wenn die Leute von Luft und Liebe leben und eigentlich seine Produkte gar nicht brauchen oder gar nicht so viel kaufen wollen, ne? Und dann hat man eben festgestellt, ja, hoppla, dann ist eben etwas Nichtbewusstes passiert, nämlich, dass die Händler irgendwann eine Irrtumsgeschichte erzählt haben und eben erzählt haben, eine Geschichte davon, in der es für die Männer völlig normal war und für die Frauen völlig normal war, eifersüchtig zu reagieren. Und wenn solche Geschichten auch nur häufig genug erzählt wurden, man hat das dann in der Psychologie untersucht und hat festgestellt, Professor Albert Bandura und Wolters haben das festgestellt, dass der Mensch im Gegensatz zum Beispiel zu den Schimpansen ein extrem zwanghaft zur Nachahmung neigendes Tier ist. Also der Mensch hat quasi so einen Zwang, alles, was andere mir erzählen oder zeigen an Bildern oder was andere mir vormachen, was mir Schauspieler vormachen, das muss ich nachahmen. Kinder zum Beispiel stellt man fest, dass die Kinder wirklich eins zu eins die Handgriffe der anderen Menschen nachmachen, während Schimpansen einfach aus einer Welt stammen, wo es richtig und gut war, den Artgenossen zu misstrauen. Die probieren lieber selber aus, wie es geht. Schimpansen finden raus, wie die Dinge gehen durch Trial and Error, durch Versuch und Irrtum. Ja? Während Menschenkinder einfach nur kopieren, nachmachen, was andere tun. Weil das bei unseren Vorfahren sich als gut erwiesen hat. Ne? Und jetzt hat aber der Händler sozusagen ständig Geschichten erzählt, in denen die Männer eifersüchtig sind und die Frauen eifersüchtig sind und so weiter. Und dann fingen die Leute an, auch eifersüchtig sich zu verhalten und zu empfinden und so weiter. Und irgendwann so stark, irgendwann war das dann so stark, dass wir wirklich, wirklich richtig anfingen zu leiden, wenn wir sozusagen in so einer Situation waren, dass also die andere Person sozusagen noch mit anderen Leuten Körperkontakt hatte. Und dann führte das in der Folge dazu, dass wir alle eben weniger Körperkontakt zu anderen hatten und dann alle mehr konsumierten. Ja, denn quasi letztendlich, wenn dann
man auch auf Rücksicht auf den anderen und auf das Leiden des anderen, verzichtet auf den Körperkontakt, wenn die Frau auch darauf verzichtet, auf die Person, in die sie sich jetzt verliebt hat, mit der Körperkontakt zu haben, aus Rücksichtnahme auf den Mann und auf das Monogamieversprechen, das man sich ja schließlich bei der Eheschließung gegeben hat und so weiter, dann waren beide, entfalteten beide ein größeres Kaufverhalten, konsumierten mehr, entwickelten eine größere Konsumsucht und unser System hat gewonnen sozusagen. Unser Wirtschaftssystem hat gewonnen. Und dagegen anzukommen, ist fast unmöglich. Also da war dann auch so unser Schluss so in der Wissenschaft letztendlich, dagegen anzukommen, ist fast unmöglich. Wir müssen dafür sorgen, dass schon die Kinder eigentlich dieses Erlernen der Eifersucht, dass man schon bei den Kindern das Erlernen der Eifersucht verhindert. Zum Beispiel hat man bei den matriarchalen Völkern zum Beispiel beim Volk der Mosuur, zum Beispiel wurde jedenfalls da berichtet, dass die Kinder und so und auch die Erwachsenen überhaupt keine Eifersucht kennen. Die wissen gar nicht, was das ist. Die haben also, die leiden überhaupt nicht, wenn sozusagen da andere Partner im Spiel sind. Das heißt also, das zeigt ganz klar in diesen matriarchalen Kulturen, in denen es eben nicht so viele Händler gibt, die quasi Konsumsucht erzeugen wollen, weil die oft gar nicht unser kapitalistisches Händlersystem in unserer Form haben. Die kennen gar keine Eifersucht, die wissen gar nicht, was es ist. Und die wissen auch gar nicht, dass man eifersüchtig reagieren könnte und tun es auch nicht und empfinden auch überhaupt keine Eifersucht und leiden auch überhaupt nicht, ja. Also war dann der wissenschaftliche Schluss, wir müssen eigentlich ein System, ein politisches System schaffen, in dem die Menschen die Eifersucht erst gar nicht antrainiert bekommen, weil sie sonst ganz schwer davon wieder wegzukriegen sind. So ähnlich wie ich ja vorhin gesagt habe, ich bin homophob erzogen und wahrscheinlich ist es bei mir ganz schwer, das wieder rauszukriegen. Man muss es dafür sorgen, dass es bei den Kindern erst gar nicht reinkommt in die Psyche sozusagen. Und wie macht man das? Man muss also quasi ein politisches System schaffen, in dem sich niemand bereichern kann an der Konsumsucht anderer. Wenn sich niemand mehr bereichern kann an der Konsumsucht anderer, dann werden solche vorteilbringenden Irrtümer wie Eifersucht ist natürlich und richtig und gut, gar nicht mehr unterrichtet. Weil es bringt dann ja niemanden mehr Profit. Ja? Oder das werden solche vorteilbringende Irrtümer, wie ich ihn selbst erlitten habe, nämlich Körperkontakt ist schlecht, böse und gefährlich, die werden dann gar nicht mehr unterrichtet. Die sterben dann aus, weil sie keinen Profit mehr bringen. Also unsere Erkenntnis in der Wissenschaft war ja, diese vorteilbringenden Irrtümer sind multipliziert worden, weil sie Profit gebracht haben, weil Konsumsucht irgendwelchen Leuten im Kapitalismus Geld gebracht hat. Ne? Konsumsucht führt zu übermäßigem Kaufen und übermäßiges Kaufen bedeutet mehr Geld für die Händler. Und dann haben wir eben unser politisches System so gestaltet in der Wissenschaft, dass wir gesagt haben, wir müssen die Anreize, positive Anreize so setzen, dass die Händler nur noch dann Verdienstzuschüsse kriegen. Und wenn sie keine Verdienstzuschüsse kriegen, gehen sie pleite im Wettbewerb, weil sie dann zu wenig wirtschaftliche Kraft haben, um gegenüber den Konkurrenten bestehen zu können. Also, dass die Händler nur noch dann große Verdienstzuschüsse kriegen, wenn bei den Kunden das Wohlfühlen in die Höhe geht, die Gesundheit in die Höhe geht und die Langlebigkeit in die Höhe geht. Und dadurch werden jetzt plötzlich die Händler interessiert daran, die vorteilbringenden Irrtümer, den Körperfeindlichkeitsirrtum, also Körperkontakt ist schlecht, böse und gefährlich, und den eifersuchtsvorteilbringenden Irrtum, nämlich eifersüchtiges Verhalten muss sein und sozusagen es ist
Es ist ganz schlimm, wenn der andere Körperkontakt mit anderen Personen hat. Das ist ganz schrecklich und so weiter. Und dann sterben nämlich diese vorteilbringenden Irrtümer aus, verschwinden aus der Gesellschaft, wie bei den Moso, wie bei diesen matriarchalen Kulturen, die es in Resten immer noch gibt. Und dann erwerben die Kinder weder die Verklemmtheit, die ich erworben habe als Kind, noch die Eifersucht, die ich als Kind erworben habe. Und dann erwerben sie diese ganzen Dinger gar nicht mehr, weil das gar kein Geld mehr bringt, sondern nur noch glückliche Menschen Geld bringen. Und dann werden die Menschen fähig, auch in den Kommunen, dann erst werden sie fähig zu experimentieren, damit vielleicht erst die nächsten Generationen dann erst fähig, damit zu experimentieren, ob sie nicht doch auch wie die Bonobos, wie die matriarchalen Kulturen sozusagen ein völlig freies Liebesleben haben können, im Sinne, nicht völlig frei, im Sinne einer Gruppenehe. Man bleibt also lebenslang zusammen als Gruppenehe, als Kommune, kümmert sich um die Kinder, übernimmt Verantwortung für alles. Es gibt keinen Trennungsschmerz. Du hattest ja auch vorhin geschildert, deinen Trennungsschmerz. Ja, quasi du hast gelitten unter der Eifersucht, wolltest dieses Leiden nicht mehr ertragen, zu Recht, ja, hast dich dann getrennt und hast dadurch aber dann das Leiden der Trennung wiederum erlitten, sozusagen. Und in diesen Kommunen leidet man gar nicht mehr, weil man erstens gar nicht mehr zur Eifersucht erzogen wird, gar nicht mehr zur Körperfeindlichkeit erzogen worden ist und dann eben auch nicht mehr, es auch keine Trennungen mehr gibt, weil diese Kommunen, diese die Bonobos, die bleiben lebenslang als Gruppenehe zusammen. Und da gibt es gar keine Trennung, also auch keinen Trennungsschmerz. Ja? Ja, also ich hoffe, es ist halbwegs verständlich, dass wir also quasi auf dem politischen Wege bei den nächsten Generationen erzeugen wollen, dass die ganz ohne die Eifersucht und ohne Verklemmtheit aufwachsen und dann ganz anders leben können, als wir das schaffen. Ja, ja, ich gebe weiter. Du hast jetzt wieder deine Zeit, wo du dann ausführlich jetzt wieder sagen kannst, was dir dazu einfällt, was zu dem, was ich gesagt habe. Ja, danke schön. Also ja, genau. Du hast die Konsumsucht angesprochen. Also mit diesem Märchen, dass Konsum glücklich macht, räume ich ja gründlich auf. Deshalb habe ich ja letztes Jahr auch mein Buch veröffentlicht, von der Zeit, als ich ohne Geld gelebt habe. Der Vagabundenblock vom Leben ohne Geld. Das habe ich schon immer das Gefühl gehabt, dass das ein Märchen ist, das uns erzählt wird und dass das gar nicht stimmt. Und das ist auch meine Erfahrung in meinem Leben. Im Gegenteil. Also mich hat alles glücklich gemacht, was ich umsonst bekommen habe. Und das sehen wir allein. Die meisten Leute freuen sich über Weihnachten, also ich fand das irgendwie nie so toll, mit diesen Geschenken. Aber als ich dann ohne Geld gelebt habe, waren 365 Tage im Jahr Weihnachten und das 24 Stunden, weil alles irgendwie umsonst war. Und das ist das, wie es andere Leute halt mal eine halbe Stunde unterm Baum haben. Und ja, genau, also das zur Konsumsucht. Das ist mir auch ein Dorn im Auge. Und ich habe halt diesen Ansatz des spirituellen Weges eben. Ich glaube halt, was dem Ganzen, also was uns eigentlich fehlt, weshalb wir ja nur in Konsum verfallen, hat auch mit der Eifersucht ein bisschen was zu tun. Das ist, dass uns eben, wie ich vorhin schon gesagt, die Verbindung zu uns selber, zu unserer Quelle, wo wir herkommen, manche nennen das Gott, andere Universum, Existenz, also dass uns da was fehlt. Und solange uns das fehlt,
Deshalb sind so viele Menschen auch drogenabhängig. Es sind ja unglaublich viele Menschen drogenabhängig. Wenn wir gucken, also ich meine jetzt nicht nur harte Drogen, sondern auch weiche wie Nikotin oder Alkohol, wobei Alkohol ist eine ganz harte Droge, aber auch Kaffee oder Zucker oder Fernsehen oder Information. Es gibt auch Informationssucht, also es gibt so viele Süchte und es kommt ja nur daher, dass uns was fehlt. Und was fehlt uns eigentlich? Uns fehlt der Kontakt zu unserem göttlichen Kern, der in uns ist. Und das ist auch mit der Eifersucht so. Also ich habe jetzt selber durch diese Beziehung, die ich hatte, und da war ich auch eifersüchtig, mal studieren können, ja, wo kommt es eigentlich her? Und es kommt von ganz tiefen Kindheitsverletzungen her. Und es kommt von Ängsten her, also der Angst, verlassen zu werden und alleine dazustehen und nicht geliebt zu sein. Und ausgestoßen zu sein, ausgestoßen vom Stamm, und dann ist wieder, kommt die Todesangst. Und es sind ganz tiefe Ängste. Also ich nehme an, also ein Gehirnforscher könnte das ja auch gut erklären. Da gibt es ja dieses Reptiliengehirn und so. Ich habe mich damit noch nicht beschäftigt, aber ich nehme an, das sind ganz, ganz tief liegende Ängste. Und die sind auch ganz stark mit Traumata verbunden, weil in unserer Kindheit Dinge passiert sind, wo wir Verletzungen davon getragen haben. Also ich habe eine Bekannte, die sagt immer, es gibt eine Verlassenheitswunde oder es gibt eine Vereinnahmungswunde. Und eigentlich haben wir beides. Und diese Wunden, die wir haben, diese Verletzungen, die sind einfach da. Und erst wenn wir uns diesen Schmerzen stellen, dann können die heilen. Erstmal, wenn Licht in die Dunkelheit kommt, also an diese Wunden kommt, dann können die durch das Licht, dadurch, dass sie sichtbar werden, in die Heilung gehen. Und solange das nicht geschehen ist, also das, ich glaube, das sind wir alle mit, wir sind ja gerade in Deutschland, jetzt in unserem Alter noch aufgewachsen von Eltern, die zum Teil noch im Krieg geboren sind oder kurz danach, die erzogen wurden von Lehrern, die aus dem Krieg zurückkamen, die geschlagen wurden. Ich höre das immer wieder, wie stark die geschlagen wurden. Also ich bin der erste Jahrgang 1971, wo die Kinder in der Schule nicht mehr geschlagen wurden. Und es sind alles so tiefgreifende Verletzungen, die da geschehen sind. Und die sind für mich die Ursache, dass Eifersucht überhaupt entstehen kann. Weil wenn wir uns der Liebe unseres Gegenübers sicher sind, dann sind wir nicht eifersüchtig, dann brauchen wir keine Eifersucht. Aber wenn wir uns der Liebe nicht sicher sind, wenn wir nicht sicher sind, ja, verlässt uns unser Partner vielleicht, weil ihm eine andere Frau besser gefällt auf Dauer. Liebt er uns überhaupt? Und nur deswegen entsteht diese Eifersucht. Und das ist meine Erfahrung, tiefgreifende Verletzungen in der Kindheit, die dafür verantwortlich sind. Und erst wenn wir selber bereit sind, uns da mal hinzuschauen und uns dem zuzuwenden auch, diesen Ursachen, wo kommt es her? Und dann kann es auch heilen. Also dann können diese Wunden heilen und erst dann, und es kann aber auch in der Beziehung, in der Partnerschaft entstehen, dadurch, dass ich die Erfahrung mache, ach, der andere verlässt mich ja gar nicht, obwohl er mit anderen Frauen rumturtelt oder so. Also das kann alles, aber ich sag mal, das sind ganz tiefe Verletzungen, die dem zugrunde liegen und die erstmal in die Heilung geführt werden müssen. Aber das geschieht ja gerade. Also das ist meine Erfahrung. Seit zwei Jahren kann ich sagen, dass solche Dinge, die
in uns wirken, in uns wirksam sind, auch gerade wenn man sich auf spirituelle Wege begibt, immer mehr ins Bewusstsein kommen. Die werden nochmal reaktiviert, aber die können dann für immer geheilt werden. Genau, und da sind wir wieder bei Gemeinschaften und wir haben hier auch so eine Gemeinschaftsgründungsinitiative und würden auch gern so ein Heilhaus, ein Willkommenshaus, wo man willkommen ist und auch ein Heilhaus irgendwie kreieren. Und mir geht es auch darum, erstmal solche Räume zu schaffen, eines anderen Umgangs miteinander, wo man eben nicht mehr Angst haben muss, ausgeschlossen zu werden, weil irgendwas dem anderen nicht passt oder so, so wie wir sind. Weil das liegt diesem Ganzen zugrunde, dass wir uns angenommen fühlen, wie wir sind. Und so fängt es ja auch bei uns schon an. Das ist ja auch nicht bei allen aus unserer Generation geschehen. Und ich glaube, das ist in diesen matriarchalen Kulturen viel eher so, dass die Kinder einfach, die sind willkommen, die sind angenommen, wie sie sind, die brauchen nicht anders sein. Und das ist unser ganzes System, deshalb schwebt mir ja auch ein anderes System vor. Und ich bin voll deiner Meinung, dass sich keiner bereichern sollte, überhaupt. Grundsätzlich nicht nur an der Konsumsucht anderer, sondern überhaupt. Und was mir vorschwebt für die Zukunft ist, dass generell ohne Profit gewirtschaftet wird. Das ist mir auch ein ganz wichtiges Anliegen, weil das ist einfach grundsätzlich überhaupt nicht förderlich für niemanden, dass sich manche bereichern an irgendwas. Und ich glaube, das wird auch in Zukunft nicht mehr sein. Also das ist auch, da sind wir wieder beim Paradigmenwechsel. Also das, genau, sehe ich auch nicht vor, dass Menschen Profit draus schlagen aus dem Leid anderer Menschen. Also das ist ja unser ganzes System, irgendwie das Gesundheitssystem, alles ist darauf aufgebaut. Und deshalb schwebt mir auch was ganz anderes vor. Aber ich wollte jetzt noch mal sagen, was ich sonst noch als wichtig ansehe für unsere Welt. Und zwar, also abgesehen davon, dass kein Profit mehr erwirtschaftet wird, finde ich auch wichtig, dass keine Produkte mehr produziert werden, die schon Schaltstellen, dass sie möglichst schnell irgendwo kaputt gehen oder möglichst nach der Garantie kaputt gehen. Also man nennt das geplante Obsoleszenz. Also dass wir in Zukunft nur noch Produkte herstellen, weltweit am besten, wo wir einfach die Rohstoffe dermaßen wertschätzen, dass wir da keine Schaltstellen mehr einbauen, dass die Produkte möglichst schnell irgendwann kaputt gehen. Also das wäre zum Beispiel auch noch ein wichtiger Punkt für mich. Oder dass man gar keine Werbung mehr in diesen Massen produziert und in jeden Briefkasten reinwirft, wo nicht draufsteht, man möchte nichts haben, wo Bäume sterben, das sind ja Lebewesen für mich zumindest und für viele andere Menschen auch. Hermann Hesse sagt, es sind heilige Lebewesen, also für die alten Germanen waren Bäume auch heilige Wesen und dass die eben wieder geheiligt werden und nicht Werbung produziert wird in Massen, die fast niemand sieht, die ungesehen einfach in der Papiertonne wieder landen. Also das sind zum Beispiel mir ganz wichtige Anliegen auch. Ne? Oder dass wir nur noch biologische Wasch- und Reinigungsmittel produzieren und verwenden. Und nicht mehr Dinge, wo ganz viele Giftstoffe drin sind. Dass wir unseren Verpackungsmüll reduzieren. Dass wir möglichst also zurückgehen zu der Zeit vor dem großen Plastikboom.
an dem ja auch wieder Leute profitieren. Die profitieren ja, die Leute, die Ölquellen haben, die profitieren, dass wir Plastikverpackungen haben. Wollen wir das? Wollen wir, dass unsere ganze Welt vermüllt wird, nur dass ein paar Leute davon profitieren? Nee, wollen wir doch eigentlich gar nicht. Eigentlich wollen wir doch eine Welt schaffen, wo möglichst wenig Müll, wir möglichst wenig Müll hinterlassen. Das sollte doch unsere Aufgabe als Menschen sein. Genau, und wenn wir beim Müll sind, da können wir über die Autos gehen, die wir auch unglaublich viel Müll produzieren in der Herstellung, in der Entsorgung und allem. Und dahin gehen, einfach gemeinsam Autos benutzen. Nicht mehr, dass jeder seinen eigenen Wagen hat, sondern dass man die teilt, Teilautos oder Carsharing macht. Sowas sehe ich zum Beispiel vor für eine bessere Welt. Oder dass man nur noch biologisch Landwirtschaft betreibt, generell. Was wollen wir mit den ganzen Giftstoffen noch? Wir wissen doch, dass sie uns die Insekten töten und alles. Das wollen wir doch alles gar nicht mehr. Wir wollen auch keine Monokulturen mehr. Wir wollen Mischkulturen haben. Da brauchen wir gar keine Herbizide mehr in dieser Form. Da brauchen wir keine Pestizide mehr in dieser Form. Das ist für alle viel besser. Genau. Und dass wir möglichst wenig Leid produzieren, fände ich zum Beispiel auch total wichtig für eine bessere Welt. Dass wir nicht mehr, also dass wir hinschauen, was wir essen, wenn wir Tiere essen, wollen wir das überhaupt, dass die Tiere leiden darunter, wie sie gehalten werden, was sie zu essen kriegen, was sie an Medikamenten zu sich nehmen müssen, um das überhaupt zu ertragen. Wollen wir das überhaupt? Will das überhaupt noch jemand? Diese ganzen Schlachthöfe, wer will denn ein Tier töten? Also, wenn ich es esse, finde ich, muss man es auch töten können. Und genau, also, das sind so Dinge, mit denen ich mich auch noch beschäftige. Ja, so viel erst einmal. Da habe ich jetzt eine ganze Menge, wo ich drauf eingehen kann. So, ich versuch's mal. Ich mache mir ja natürlich immer Notizen. Ich hoffe, du machst ja auch immer zwischendurch Notizen. Also, ich hoffe, du hörst mich gut. Moment. Ja, so müsstest du mich ganz gut hören. Also, was ist zu sagen? Erst einmal, das lässt sich schnell abhaken. Zum Beispiel, bei uns, durch unsere Reformen kommt es automatisch zur Abschaffung jeglicher Werbung. Warum? Weil sozusagen in unserem Wirtschaftssystem ja nur noch die Förderung von Gesundheit, Langlebigkeit und Wohlfühlen Geld bringt. Was anderes bringt einfach kein Geld mehr. Das heißt, Werbung besteht ja daraus, Menschen zu täuschen und dazu zu bringen, mehr zu kaufen, als sie eigentlich brauchen und wollen. Und das wird es einfach dann automatisch nicht mehr geben, weil das sich nicht mehr rechnet. Weil sozusagen Menschen werden ja durch Werbung in der Summe nicht glücklicher, ne? Und dadurch wird das einfach nicht mehr stattfinden in unserem Reformensystem, ja? Dann die biologischen Reinigungsmittel. Es wird nur noch biologische Reinigungsmittel geben, weil alle Firmen werden nur noch dann Verdienstzuschüsse bekommen in unserem System. Das ist ja ein gelenktes Wirtschaftssystem, ja. Wenn wir bessere Wohlfühlstimmen abgeben, uns gesünder entwickeln und länger leben. Und diese giftigen Reinigungsmittel verkürzen ja unser Leben. Also wird sich das nicht mehr rechnen, weil die Firmen, die giftige Reinigungsmittel herstellen, werden pleite gehen, weil sie zu wenig Verdienstzuschüsse kriegen. Und die anderen, die biologische Reinigungsmittel herstellen, die werden überleben. Außerdem ist die Erfahrung sowieso, dass wir alle sowieso viel zu viel Reinigungsmittel benutzen,
Weil, jetzt komme ich zurück auf den vorteilbringenden Irrtum der Medizinindustrie, nämlich der ganz große zentrale vorteilbringende Irrtum, einer von hunderten von vorteilbringenden Irrtümern der Medizin lautet: Mikroben sind das einzig Wichtige für deine Gesundheit. Die sind so allmächtig, spielt doch überhaupt keine Rolle, wie du dich ernährst oder ob du Bewegungsmangel hast. Ist alles unwichtig, da gucken wir gar nicht nach. Nein, nur diese Mikroben, diese winzigen Dinger, die Mikroorganismen, die sind die absoluten Mörder und Killer. Und da verkaufen wir dir was, da müssen wir dir was verkaufen. Chemotherapien, Antibiotika, Impfungen, was auch immer, Operationen verkaufen wir dir. Und so weiter. Und dieser vorteilbringende Irrtum, nämlich der Aberglaube an die Übermacht und die Hauptbedeutung der Mikroorganismen für die Gesundheit, der bringt eben bares Geld. Aber der bringt dann auch der Sakrotanindustrie, also der Desinfektionsindustrie, richtig Geld. Ja, dieser Aberglaube, wir wissen ja heute, dass die Kinder in Haushalten, in denen es zu hygienisch zugeht, eher häufiger krank werden und schlimmer krank werden, Allergien entwickeln und solche Sachen, als in denen, wo sozusagen ein ganz natürliches Dreckslevel stattfindet. Ja? Wir wissen auch, dass Kinder es brauchen, in Pfützen zu spielen und damit sie natürlich, auf natürliche Weise früh genug mit natürlichen Erregern geimpft werden. Wir wissen auch, dass auf den Bauernhöfen, Kinder, die auf Bauernhöfen aufwachsen, wo die Hunde noch alle möglichen Keime aus den Wiesen mitbringen und so weiter, dass das die Kinder mit dem stärksten Immunsystem sind und die gesundesten und robustesten Kinder sind. Also das heißt, generell benutzen wir sowieso zu viel Reinigungsmittel, also wird in dem Moment durch unser Wirtschaftssystem wird quasi dieser ganze Wahnsinn aufhören mit den Desinfektionsmitteln, mit dem übermäßigen Konsum von Desinfektion und Reinigung und Putzen und so weiter. Die ganzen Putzzwänge werden aufhören, und so weiter. Dann, das bewirken alles unsere Reformen. Auch die biologische Landwirtschaft kommt bei uns automatisch. Also das Abschaffen der Monokulturen ist ja für uns auch ein Riesenanliegen. Wir denken ja sogar, wir müssen noch weitergehen als die Permakultur. Also wir müssen wirklich alles wieder in möglichst naturbelassenen Park- und Gartenlandschaften wachsen lassen, die so naturnah wie möglich sind, weil dann auch die Pflanzen die größte Vitalität entwickeln und wir dann auch als Menschen, die sie essen, auch die größte Vitalität entfalten. Ja, ja und wie gesagt, ich habe ja sowieso Zweifel. Es gibt einige Professoren, die sagen, ab und zu ein Stück Fisch sei vielleicht sogar gesundheitsförderlich, weiß man nicht so genau. Und bei Fleisch gibt es ja ganz viele, die sagen, das ist generell nicht gesund. Ne? Und bei uns wird ja nach und nach sich das herauskristallisieren, was wirklich gesund für die Leute ist. Und vielleicht hört dann auch das Fleischessen auf. Ne? Weil eben niemand mehr daran profitieren kann. Ne? Denn profitieren kann ich ja in Zukunft nur noch als Händler. Wenn ich die Leute mit völlig giftstofffreier Nahrung versorge, also werde ich meinen Zulieferern sagen, also hier Schluss mit lustig, nichts mehr mit Glyphosat und so weiter, sondern nur noch kerngesunde Sachen anliefern, alles andere kaufe ich dir nicht mehr ab. Ne? Oder wenn du anderes lieferst, wenn in den Tests, wenn wir in unseren chemischen Laboren irgendwelche Giftstoffe noch finden, dann bist du raus aus dem Geschäft, kriegst auch bei uns nie wieder mehr einen Vertrag. Und dann wissen alle Leute, jetzt ist Schluss mit dieser giftigen Landwirtschaft, jetzt müssen wir endlich mal eine gesunde Landwirtschaft machen. Ne? Und das wird also alles bei uns gelöst durch unseren Reformansatz. Aber das Zentralproblem sehe ich jetzt so, dass wir nochmal drüber sprechen müssen, wie war mein Selbsterkenntnisweg? Wie war der Satz des Weltrates, Selbsterkenntnis ist der einzige Weg zur Besserung der Welt?
Und wie war mein Erkenntnisweg, dass ich den vorteilbringenden Irrtum, für den ich auch Lobbyist wider Willen war als junger Mensch, erkannt habe, nämlich Körperkontakt ist irgendwie böses, schlecht oder gefährlich. Ja? Das war ja mein ganz großer vorteilbringender Irrtum. Und in der Psychotherapie steckte ja dieser vorteilbringende Irrtum drin. Denn dort wurde auch wieder gesagt, nein, also Menschen gesund und glücklich machen geht nicht darüber, dass man sie in eine erfüllte matriarchale Kommune mit erfüllten, mit einer befriedigenden, lebenslangen Gruppenehe, mit großer Verlässlichkeit und Fürsorglichkeit und Versorgtheit und so weiter gibt, sondern da müssen wir in dem Gehirn einen Schalter umlegen. Und bei uns in der Psychoanalyse hieß der Schalter, wir müssen irgendwie das Unbewusste bewusst machen, das Verdrängte bewusst machen und so weiter. Und dann kriegt der Mensch dann ist der Schalter umgelegt und dann kann der Mensch auch ohne in einer matriarchalen Kommune zu leben, mit viel Körperkontakt und so weiter, ohne Eifersucht und so weiter, dann kann er auch glückselig sein. Und jetzt war der Therapieansatz, den du geäußert hast, war, was dem Menschen fehlt, ist, ich zitiere, Kontakt zum göttlichen Kern. Und ja, und das ist, für mich klingt das auch so wie die vorteilbringenden Irrtümer der Psychoanalyse, nämlich, dass es irgendwie darum geht, bei uns heißt es, Kontakt zum Unbewussten herzustellen, zum Verdrängten, und bei deinem Therapieansatz heißt es, Kontakt zum göttlichen Kern herzustellen. Jetzt ist für mich natürlich die Frage, könnte es nicht sein, dass dieser ganze Therapieansatz auch wieder auf dem vorteilbringenden Irrtum beruht? Wir dürfen bloß die sozusagen das Thema der Unterdrückung des Körperkontaktes nicht zum Thema der Therapie machen, sondern müssen dieses Thema vermeiden. Das ist halt so die Frage, die sich mir stellt, dass ob das nicht bei dir eigentlich genauso ist wie bei mir im Psychologiestudium. Du hast einfach nur eine andere, du hast den spirituellen psychotherapeutischen Ansatz gelernt und ich halt den klassisch-psychotherapeutischen, schulpsychologischen sozusagen Ansatz gelernt. Aber beide sind sie sehr ähnlich und beide versuchen sie, das heiße Eisen, nämlich die Angst der Menschen vor dem Körperkontakt, zu umgehen oder irgendwo anders die Lösung zu sehen. Und ja, und das deswegen so, vielleicht ist es eben so, also unsere Vermutung ist ja und Befürchtung ist ja, dass die Menschen nur dann wirklich kerngesund und wirklich glücklich und suchtfrei sich entwickeln werden, wenn wir es schaffen, dass sie irgendwann wieder, und das kann sein, dass das erst die nächste Generation schafft, dass wir das gar nicht mehr schaffen können, weil wir eben so stark diese vorteilbringenden Irrtümer in unseren Köpfen haben und in diesem Sinne auch durchmanipuliert sind und kaum noch raus können aus all diesen antrainierten Gefühlen, ne, Eifersucht und so weiter, gar nicht mehr raus können. Aber dass die nächsten Generationen dann wie die matriarchalen Kulturen eben auch wieder, dass die Kinder vielleicht von vornherein ohne Eifersucht aufwachsen, ohne Angst vor Körperkontakt aufwachsen, völlig frei aufwachsen sozusagen. Und dann, weil eben niemand mehr an der Verklemmtheit profitieren kann, ja, weil es dafür keinen Gewinn mehr gibt, keinen Profit mehr gibt. Ja, und das dadurch dann sozusagen, meine Befürchtung ist, wir werden nicht drum rumkommen, dass am Ende genauso wie gilt,
dass die Katze nur dann ein glückseliges Leben wird führen können, wenn wir sie als Katze leben lassen. Wenn wir hingehen und der Katze das verbieten, dass sie Mäuse jagt oder Vögel jagt oder Ratten jagt. Wir wissen ja, dass ganz viele Katzen, obwohl sie ganz viel Futter zu Hause kriegen, trotzdem auf die Jagd gehen, weil das sie glückselig macht, weil das zu ihren Glücksmöglichkeiten dazu gehört. Wir können ja jetzt die Katze einsperren und können ihr quasi das Jagen von Mäusen quasi verbieten, untersagen oder unterdrücken. Aber dann werden wir nie wieder eine glückselige Katze sehen, weil die dann ihre Glücksquellen, ihre Glücksmöglichkeiten nicht angesprochen werden. Und die sind eben durch keine Ersatzbefriedigung zu kompensieren. Und genauso kann es sein, also dass eben, ich wiederhole nochmal, dein Therapieansatz war so ungefähr, was den Menschen fehlt, ist der Kontakt zum göttlichen Kern. Unser Ansatz lautet, was den Menschen fehlt, ist die Gruppenehe. Und das sind die interessante Frage eben, deswegen der Punkt, bei mir war es halt so, dass ich in meinem Leben erkennen konnte, dass ich halt manipuliert war durch den vorteilbringenden Irrtum, Körperkontakt ist schlecht. Und dass ich manipuliert war durch den vorteilbringenden Irrtum, eifersüchtiges Verhalten muss sein, gehört zum Leben dazu, ist ganz normal. Und dass ich dadurch, in jungen Jahren war ich eifersüchtig, und als ich das dann aber durch die Wissenschaft erkannt habe, war ich dann später nicht mehr eifersüchtig. Ja, ich war dann zumindest teilweise, also großenteils eifersuchtsfrei. Man kann sagen, ich bin heute wahrscheinlich einer der Männer auf der Welt, die am wenigsten Eifersucht empfinden. Ja? Aber ich habe ja den Nachteil, dass ich die Eifersucht als Kind noch erlernt habe. Also ich schleppe das irgendwo noch mit rum, aber ich stelle mir vor, wenn es Kinder in Zukunft gibt, die dann durch unser neues Wirtschaftssystem gar nicht mehr mit Eifersucht infiziert werden, mit diesem Virus des Geistes, diesem Killer-Virus des Geistes, dann, wenn die das wie diese matriarchalen Völker gar nicht mehr erlernen oder wie die Mosuer, die ja auch als die Bonobos, die auch als matriarchale alles Volk bezeichnet werden, ja. Wenn dann genauso wie bei den Bonobos oder bei den matriarchalen Kulturen die Kinder erst gar nicht mehr Eifersucht empfinden und auch gar nicht mehr den vorteilbringenden Irrtum gar nicht mehr abkriegen, dass Körperkontakt irgendwas Schlechtes oder Böses ist oder Gefährliches ist, dann hoffe ich doch sehr stark, dass die dann auch fähig werden zur Kommunenehe und dann wirklich wie die Katze zur vollständigen Glückseligkeit durchdringen können. Ja? Und dann noch zum Schluss zu deinem Gedanken, ohne Profit gewirtschaftet, dass grundsätzlich ganz ohne Profit gewirtschaftet werden sollte. Das ist halt so die Frage, das ist eine interessante Frage, ob man auch das abschaffen kann, weil es gibt ja die Überlegung, dass also die DDR eben angeblich deswegen kaputt gegangen sei, weil dort eben es zu wenig Profitmöglichkeiten gegeben hätte und dadurch die Leute dann einfach auch nicht fleißig genug waren, weil es keinen Unterschied machte, ob sie wenig gearbeitet haben oder viel gearbeitet haben, ob sie sich angestrengt haben oder gar nicht angestrengt haben. Es machte keinen Unterschied, weil alle bekamen den gleichen Profit. Es machte keinen Unterschied. Und dass daraus dann die DDR sozusagen ihren wirtschaftlichen Abstieg erlebte und dann so kaputt war wirtschaftlich, dass sie dann aufgegeben hat sozusagen. Also eine interessante Frage, aber muss man kontrovers diskutieren, sollte Profit generell abgeschafft werden oder reicht es, wenn bei uns in einem gesunden Wirtschaftssystem es Verdienstzuschüsse nur noch für die gibt, die Gutes tun, die unsere Gesundheit fördern, die
und uns ein gesundes Leben in einer gesunden Natur ermöglichen, und mit gesunder Naturnahrung und gesundem, ja, also alles gesund und glücklich uns ermöglichen. Also ich zum Beispiel hätte kein Problem damit, wenn die Leute, die mir helfen würden, ein total glückliches Leben irgendwann in einer glücklichen Kommune leben zu dürfen und die das Ganze ermöglichen, dass die durchaus auch was verdienen dürfen. Ob sie das dann noch brauchen, ist dann die andere Frage. Aber ich hätte jetzt nichts dagegen, ne? Ja, das war jetzt nochmal sehr viel, aber du hattest auch viele interessante Punkte angesprochen. Jetzt gebe ich wieder an dich weiter. Ja, danke schön. Ja, mit dem Profit, ich sehe das einfach so, dass grundsätzlich in der Zukunft, also Geld sowieso, so wie wir es heute kennen, mit Zins und Zinseszins, dass es sowieso nicht mehr gibt, weil das ja vollkommene Ungleichheit schafft per se. Es ist nicht zum Wohle aller einfach ein Geldsystem dieser Art zu haben. Und deswegen, also wird Profit auch nicht mehr wichtig sein, weil wichtig sein wird, dass das alles zum Wohle aller ist. Und dass sich keiner mehr irgendwie bereichern will. Und wenn eine Positivbilanz da ist, dass dann das Geld irgendwie rein reinvestiert wird in den Betrieb oder dass dann auch die Mitarbeiter davon was haben und eben nicht nur der Besitzer oder die Besitzer von dem Betrieb. Ja, ich wollte noch mal eine Sache sagen, die mir noch eingefallen ist, vorhin schon. Ein ganz, ganz wichtiger springender Punkt hinter dem Ganzen ist eigentlich die Selbstliebe. Und das ist ja was, was wir auch nicht beigebracht bekommen haben in unserem Leben. Das hat man uns auch nicht in der Schule gelehrt. Und zu mir kam es interessanterweise erst danach zu mir, als ich merkte, oh, mit so einem Menschen, der so viele Kontakte zu Frauen pflegt, möchte ich eigentlich gar nicht sein. Und das fand ich sehr interessant, weil erst danach, als ich gesagt habe, nee, also das will ich eigentlich gar nicht, dann habe ich gelernt, dass mir was fehlt, dass mir was Grundsätzliches fehlt. Und dass das die Selbstliebe ist. Und das habe ich vor allen Dingen auch im Kontakt mit Narzissten interessanterweise gemerkt. Also Gegensätze ziehen sich ja an, bekanntlicherweise. Also Gleiches zieht sich an und Gegensätze ziehen sich auch an. Und ich habe erst die letzten 3 Jahre in meinem Leben gelernt, obwohl ich schon 55 bin, dass es Menschen gibt, die einfach ja, als Narzissten bezeichnet werden und was es mit denen auf sich hat. Und das ist nicht einfach mit so Menschen in einer richtigen Beziehung zu sein. Und ich bin immer auf der Suche nach dem goldenen Mittelweg. Und wenn ich ein Gegenüber habe, das sich selber besonders liebt, sage ich jetzt mal, so ist die klassische Definition zumindest von Narziss, dass der sich selber liebt und den anderen gar nicht wirklich lieben kann, dann habe ich mich gefragt, ja, was. Also wenn ich mich nicht lieben kann, der andere kann nur sich lieben. Also ich bin das eine Extrem, der andere ist das andere Extrem. Wo ist dann der goldene Mittelweg? Und dann habe ich gemerkt, ja, das könnte ich mir ja auch mal zulegen, ein Stück von dem, was der andere hat. Ich muss ja nicht gleich übertreiben, wie der Narzisst.
der dann gleich übertreibt. Ich kann ja auch mal nur die Selbstliebe erstmal annehmen für mich. Und das war eine ganz, ganz wichtige Sache. Und ich glaube, das ist auch was, was in unserem System erstmal fehlt, was uns nicht beigebracht wurde, gar nicht. Also mir zumindest nicht, vielleicht anderen Menschen. Also die haben vielleicht eine andere Kindheit, vielleicht auch in anderen Ländern. Weiß ich nicht, ob es typisch deutsch ist. Wäre mal eine interessante Frage. Ich hatte dann auch Leute gehört, schon reden hören, ja, die Selbstliebe wäre das Problem. Und da habe ich schon irgendwie aufgehorcht und habe gedacht, stimmt das, was die mir erzählen? Ist die Selbstliebe das Problem? Oder meinen die nicht vielleicht diese übertriebene Selbstliebe, also in Richtung Narzissmus? Ja, wo ja auch ganz große Verletzungen, also ich habe das dann ein bisschen recherchiert, dem liegen ja auch ganz, ganz große Verletzungen in der Kindheit zugrunde. Genau. Also mir kommen jetzt diese ganzen Sachen, weil mir das auch erst klar wird. Also du sagst, du hast darunter gelitten unter dem mangelnden Körperkontakt. Ich finde das interessant, weil ich merke, das ist jetzt gar nicht so mein Thema. Mein Thema ist eben, ich habe immer gelitten darunter, dass Menschen mich nicht lieben konnten. Also wenn ich Menschen begegnet bin in meinem Leben, und das ist heute noch so, wenn ich merke, Menschen können mich nicht lieben, aus welchen Gründen es auch immer, muss mich ja nicht lieben, aber wenn das so fehlt, ne? Wenn ich merke, boah, da ist ein Mensch, der kann mich gar nicht lieben, darunter leide ich, muss ich sagen. Also das ist das, was in mir Leid erzeugt. Und letztens sagte mir jemand, es gibt eine Psychotherapeutin, die sagt, liebe dich selbst und kannst den Partner haben, kannst jeden Partner haben, es ist egal, welchen du hast, sozusagen. Mag was dran sein. Und ich glaube, das ist vielleicht auch so ein Punkt. Vielleicht ist es so, dass jeder unter was anderem leidet und was anderes braucht auch. Ne? Wenn du sagst, ja, bei dir ist es der Körperkontakt, bei mir ist es die Liebe. Also die Liebe, die ich spüren kann. Die Liebe kann man ja wirklich spüren, ob jemand einen liebt. Und genau, und die erstmal für sich selber zu entwickeln, also das merke ich jetzt gerade, ist der Weg, also das, was man bei dem anderen vermisst, auch bei den Partnern, erstmal anzufangen, sich das selber zu geben, als erwachsener Mensch. Also aus diesem kindlichen, aus dieser kindlichen Bedürftigkeit herauszukommen und rauszuwachsen und als erwachsener Mensch sich das selbst zu geben, was man sich gerne von anderen wünscht. Da sind wir wieder auch beim Anfangsthema. Ich glaube, das ist einfach eine ganz wichtige Aufgabe. Und da Menschen hinzuführen auch. Ich glaube, wenn man Selbstliebe für sich hat, dann kann man auch Liebe weitergeben. Und dass wir Menschen ja auf dem Weg begleiten, dorthin diese erstmal für sich zu entdecken. Und nicht aus Angst davor, Narzisst zu werden, gleich auch die Liebe für sich selber ablehnen. Und das hat auch was ein bisschen ja mit Glückseligkeit zu tun. Das ist ja eine ganz wichtige Frage. Ja, wie werden wir selber glücklich? Also ich kann immer sagen, mein Jahr ohne Geld war das Glücklichste meines Lebens. Also ich kann das sagen, von den 55 Lebensjahren, die ich hinter mich gebracht habe.
hörst du mich wieder? Nach 2 Stunden hört es auf. Ja, das wussten wir ja schon, dass alle 2 Stunden weiter war. Mach einfach weiter, mach nochmal einen Satz vorher, fang wieder einen Satz vorher an. Genau. Jetzt haben wir wieder 2 Stunden. Also, ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn ich nichts habe oder fast nichts habe, dass ich dann am glücklichsten bin. Und es ist interessant, weil die Religionen lernen das ja auch zum Teil. Also Jesus zum Beispiel sagt ja, wer mir nachfolgen will, der verzichte auf alles, was er hat. Und wenn wir uns angucken, die buddhistischen Mönche, die haben ja auch nichts, die haben nur ihre Bettelschale. Die Sadhus in Indien, die heiligen Männer, die haben auch nur ihre Bettelschale. Also das sagen die Religionen und die spirituellen Richtungen, die sagen das zum Teil auch. Und meine Erfahrung ist es auch, wenn ich nichts habe, dann bin ich bin einfach glücklich über alles, was zu mir kommt. Einfach so zu mir kommt, ohne dass ich was bezahlen brauche. Und das ist, glaube ich, die ferne Zukunft, also die ich auch sehe, dass wir alles einfach so bekommen. Und wir brauchen überhaupt kein Geld. Also das ist meine große Fernvision, dass alles einfach so zu uns kommt. Und dass wir damit einfach am glücklichsten sind. Also dass wir da auch nichts mehr verdienen müssen. Wir sagen ja auch immer, ich muss jetzt mein Geld verdienen. Ja, verdienen. Wir müssen gar nichts. Und womit verdienen die Leute ihr Geld? Die meisten verdienen ihr Geld damit, dass sie die Umwelt zerstören, dass sie irgendwas zerstören. Also die wenigsten Sachen sind ein Geld, was Leute verdienen. Wenn man ganz genau hinschaut, was passiert da, die wenigsten Sachen sind mit Dingen, die einfach nur aufbauen. Und das ist, also es beschäftigen sich ja immer mehr Leute so mit Glück und Glücksforschung und sowas. Gibt Glücksforscher jetzt, Seminare werde ich glücklich und so. Also ich war am glücklichsten, als ich gar nichts hatte. Und interessanterweise hat mir das mal in Brasilien auch jemand erzählt, im Jahre 2006, als ich dort mal ein halbes Jahr war. Der hat mir genau dasselbe erzählt, als die mal im Urwald lebten, so mit Plastikplan und hatten nichts, kein Strom, kein fließend Wasser und gar nichts. Da wäre er am glücklichsten gewesen. Und das ist eine interessante Geschichte. Und natürlich, ich glaube auch, ich habe ja dann auch mein Leben wieder umgestellt, weil ich mir überlegt habe, ja, ist es jetzt eigentlich meine Lebensaufgabe, so zu leben bis an mein Lebensende, oder habe ich vielleicht eine andere Aufgabe, eine andere Mission auch für diese Erde? Und vielleicht will ich doch auch was weitergeben, anders leben. Also meine Zeichen standen dann auch alle auf Veränderung, schon lange vorher, schon Jahre vorher, ich soll was ändern. Und klar, es ist immer die Frage, wie erlangen wir Glückseligkeit? Also mein Ansatz ist ja in Verbindung mit uns, erstmal mit unserem göttlichen Kern zu sein, uns auch zu verwirklichen. Also ich finde auch ich habe Potenzialentfaltungskurse gemacht bei den Pioneers of Change, und das hat mich auch auf ein ganz anderes Niveau geführt, und es geht auch irgendwie weiter, wir lernen weiter. Das geht dann auch in Richtung Selbstverwirklichung. Also ich glaube, dass da nochmal eine andere Art von Glückseligkeit daraus erwachsen kann, wenn wir selber das verwirklichen, was eigentlich in uns ist und wofür wir auf die Welt gekommen sind. Und wenn wir heute Abend, lieber Dylan, jetzt miteinander reden, dann ist es vielleicht ein kleiner Teil davon, sich selbst auch mit seinem Auftrag, den man hat, zu verwirklichen.
Und was mir sonst noch kam vorhin, was ich als Ursache sehe für viele Probleme, die wir haben, also vor allen Dingen im zwischenmenschlichen Bereich, weshalb wir nicht das alles jetzt schon leben, was uns eigentlich innerlich vorschwebt, also dass wir das jetzt immer noch nicht vorleben. Also das hat ja auch der Jürgen Wagner gestern in unseren Wandelgesprächen gesagt, bei denen wir uns auch wieder begegnet sind und ausgetauscht haben. Warum leben wir das noch nicht, was wir eigentlich leben wollen? Hängt vielmehr von ihm ein, auch stark mit Selbstwertgefühl zusammen. Also dass uns unser Selbstwert vielleicht abhanden gekommen ist, dass wir den nicht bekommen haben in unserem Leben, dass wir den erst, der wurde uns vielleicht genommen, das ist meine Erfahrung und das habe ich auch gehört, manchmal wird den Frauen der Selbstwert von den Männern genommen. Ich sage jetzt mal, wir haben auch nicht gelernt, uns den nicht nehmen zu lassen. Also das heißt ja immer, ja, es gehört zu allem zwei. Das Opfer ist genauso schuld wie der Täter, so ungefähr gibt es ja diesen Ansatz. Ich sage jetzt mal, es hat uns niemand beigebracht als Frauen, dass wir darauf achten müssen, uns diesen Selbstwert zu erhalten. Und ich meine jetzt nur, das ist, sind alles so Dinge, die wir uns dann wieder mühsam erarbeiten müssen, wenn sie uns abhanden gekommen sind. Und wo wir uns nur gegenseitig auch unterstützen können und uns diesen Wert wieder geben können. Und deswegen sind zum Beispiel Gefühle wie Wertschätzung für mich ganz, ganz wichtig. Und das ist auch, wo du sagst, Erkenntnisweg, das ist auch was, ich bin ja auch so stark für diesen inneren Weg, den inneren Weg zu gehen, den spirituellen Weg zu gehen, um diese Wertschätzung wieder empfinden zu können. Wertschätzung, um Achtsamkeit, um achtsam miteinander umzugehen, um Dankbarkeit zu empfinden. Und das war für mich in meinem Leben eben, das ist wunderbar, als ich gar nichts hatte, war ich für alles so dankbar. Für jedes kleine bisschen war ich dankbar. Und deshalb habe ich dieses Leben irgendwie auch so geliebt, weil ich diese Dankbarkeit empfinden konnte. Und das ist einfach ein wunderschönes Gefühl. Und das ist auch ein Gefühl, was du, glaube ich, unter dieser Wohlfühlstimme meinst. Also wenn man diese Sachen empfinden kann und wenn wir eine Gesellschaft kreieren könnten oder erstmal eine kleine Gemeinschaft, wo wir uns wohlfühlen, wo wir alles das, was uns jetzt noch gerade fehlt, wo wir gelitten haben unter dem System, wie es so ist bisher, wenn wir das kreieren können, uns das wieder gegenseitig zu geben und oder uns zu motivieren, uns das selber zu geben, uns zu unterstützen gegenseitig und auch die Bedürfnisse, die jeder hat. Wie du sagst, ich habe das Bedürfnis nach Körperkontakt und ich sage, ich habe das Bedürfnis zu spüren, dass mich jemand irgendwie liebt. wenn wir das miteinander austauschen und teilen und unsere Bedürfnisse gegenseitig mitteilen und versuchen, darauf einzugehen, soweit wir können, ganz, aber freiwillig natürlich, dass alles freiwillig ist und ohne Zwang. Also ich glaube, dann haben wir schon ganz schön viel erreicht. Ja, vielleicht erstmal so weit jetzt, weil die Zeit ungefähr um ist, ja. So, dann bin ich wieder dran und das war jetzt wieder hochinteressant, was du so gesagt hast. Also jetzt hört man mich wieder, die Zuschauer hören mich jetzt wieder. Ja, das war hochinteressant und jetzt werde ich anlässlich des Hochinteressanten, was du gerade erzählt hast,
werde ich jetzt doch mal eines der wichtigsten Forschungsergebnisse von den über 20 Professoren, Doktoren und so weiter des Weltrates und der Next Scientists for Future mal hier zeigen. Und ich zeige den Zuschauern hier gerade ein Bild. Und zwar zeige ich denen ein Bild, was quasi so ein rundes Ding ist, wie so ein großer Kuchen. Stell dir also sozusagen unsere Welt, unsere Gesellschaft, hier Deutschland. Stell dir das vor wie einen riesigen Kuchen. Und das ist ein riesiger Kuchen und an dem haben wir, am Rande können wir, wie so eine, mach dir so ein Bild einer Spirale von außen nach innen. Am Rande sozusagen haben wir zum Beispiel die Sozialsparten. Dann haben wir die Gesundheitssparten. Dann haben wir die Rüstungssparten. Dann haben wir die Sparten innere Sicherheit, also Richter, Staatsanwaltschaftssparten, Polizeisparte, Rechtsanwältesparte. Wir haben die Nahrungssparte, die Landwirtschaftssparte und so weiter. Also man kann jetzt eine Sparte nach der anderen, die NGOs, die Non-Governmental Organizations, die NGO-Sparten, ja? All diese Sparten gehen jetzt wie so eine Spirale nach innen, kann man die anreihen und in der Mitte gibt es einen Teil der Menschen, die gehören keiner Sparte an. Aber die anderen gehören alle irgendeiner Sparte an und jetzt passiert Folgendes in unserem kapitalistischen Wirtschaftssystem, dass seit 140.000 oder seit 300.000 Jahren, vielleicht sogar seit 400.000 Jahren schon, jede dieser Sparten, zum Beispiel die ersten Frühärzte oder Frühschamanen sozusagen, gab es möglicherweise schon vor 170.000 Jahren. Die gibt es also dann schon sehr lange, ja? Und das bedeutet dann, jede dieser Sparten entwickelt nach dem Naturgesetz von Mutation und Selektion. Ich weiß nicht, ob du weißt, was eigentlich Mutationen im genetischen sind. Es sind eigentlich Irrläufer. Also Mutationen sind eigentlich Irrläufer im Genbestand, Irrtümer im Genbestand. Und man hat eben in der Wissenschaft entdeckt, dass diese Irrtümer zum Leben dazugehören, denn ohne Mutationen gäbe es in der Evolution keine Möglichkeit, sich an verändernde Umwelten anpassen zu können. Ja? Und genauso ist auch das Gehirn, hat genauso diese Möglichkeit, Irrtümer zu entwickeln. Errare humanum est, irren ist menschlich. Und so entwickelt dann jede dieser Sparten immer wieder mal auch per Zufall einen Irrtum, so wie unser Genom, unser Genbestand, immer mal wieder einen Irrläufer, einen genetischen Irrläufer entwickelt, eine Mutation oder auf jeden Fall eine Veränderung des genetischen Gesamtmaterials sozusagen. Ja? Und genauso geschieht das auch in unserem Gehirn. Ja? Jetzt passierte dann Folgendes in der Evolution. Immer dann, wenn ein Irrtum zu Profiten geführt hatte, wurde er immer häufiger genannt und wiederholt. Ja? Also wenn ich durch etwas extrem viel Geld verdiene, zum Beispiel durch den Irrtum der Medizinsparte. Ich bin jetzt bei der Medizinspartlern. Ja? Mikroben, Mikroorganismen sind unendlich wichtig, Ernährung ist unwichtig für die Gesundheit der Menschen. Ein Irrtum, ein ganz klarer Irrtum, von dem wir heute wissen, dass es ein Irrtum ist. Aber die Ärzte selber glauben ihren Irrtum, die halten den für die Wahrheit. Und da sie damit aber viel Geld verdienen, weil sie halten ja durch den Irrtum die anderen Menschen davon ab, sich mit gesunder Ernährung zu beschäftigen, bewirken quasi, dass die Menschen also kränker werden durch den vorteilbringenden Irrtum des Arztes.
Und dann kaufen Sie mehr Medikamente, Operationen, Chemotherapien, Impfungen und so weiter. Und dann brummt das Geschäft. Und solche Irrtümer, die werden natürlich immer wieder wiederholt, weil ein Irrtum, der Geld bringt, der wird immer wieder wiederholt. Allein dadurch, dass diejenigen, die diesen Irrtum immer wiederholen, einfach mehr Geld verdienen als die, die ihn nicht wiederholen. Und dadurch breiten sich in der Evolution nach und nach die Menschen aus, die ihre vorteilbringenden Irrtümer wiederholen und die sie gar multiplizieren durch irgendwelche Dinge. Ich habe ja vorhin die Nahrungshändler erzählt, die ihre vorteilbringenden Irrtümer mit Hilfe der Partner in den Medien multiplizieren. Ja? Ja, und das bedeutet also, dass eigentlich der Mensch von heute gar keine Chance hat, im Kapitalismus frei zu sein von vorteilbringenden Irrtümern, denn aus allen Richtungen, jede Sparte schüttet wie so ein, bläst quasi Tausende an vorteilbringenden Irrtümern in diesen Kuchen rein und will aus diesem Kuchen möglichst viel rausfressen, möchte möglichst viel Geld verdienen, von diesem Kuchen möglichst große Stücke rausfressen, rausbeißen. Jede Sparte ist sozusagen, sitzt da wie ein Geier und will möglichst viel rauspicken. Allerdings nicht bewusst. Das läuft nicht bewusst ab, sondern alle glauben, sie würden Gutes tun. Glauben ihre vorteilbringenden Irrtümer, bringen sie dem Rest der Gesellschaft bei, manipulieren dadurch die gesamte Weltbevölkerung durch, von vorne bis hinten, und am Ende sind die Menschen geistig völlig verwirrt, weil all ihr Denken eigentlich nur noch aus vorteilbringenden Irrtümern verschiedener Sparten der Gesellschaft besteht. Der eine glaubt, die vorteilbringenden Irrtümer der Gesundheitssparten, der andere die vorteilbringenden Irrtümer der Psychotherapeutensparten, der andere glaubt die vorteilbringenden Irrtümer der Rüstungssparten und denkt, dass Kriege natürlich sind und Kriege sein müssen, und der andere glaubt die vorteilbringenden Irrtümer der Richtersparten zum Beispiel und so weiter. Ja, also so sind wir alle infiziert von diesen, wir nennen sie ja auch wissenschaftlich parasitäre Meme oder Killerviren des Geistes. Killerviren des Geistes, ja. Und jetzt hast du vorhin jetzt eine ganze, in deinem interessanten Beitrag vorhin eine ganze Menge Dinge genannt. Selbstliebe, Selbstbewusstsein, Selbstwertgefühl, Liebesunfähigkeit der Narzissten. Das sind alles, mit diesen Begriffen habe ich früher ja gearbeitet als Psychotherapeut. Das waren ja mein Vokabular, das ich gelernt habe. Und wo ich dann erkannt habe, das sind alles vorteilbringende Irrtümer dieser Sparte, mit der wir Geld verdienen und mit der wir, genauso wie die Ärzte, mit ihrem vorteilbringenden Irrtum und ihrem Aberglauben an die Allmacht der Mikroorganismen, genau wie die Ärzte die Menschen davon abhalten, sich mit gesunder Ernährung zu beschäftigen, durch ihren Aberglauben, also durch ihr die vorteilbringende Irrtümer, genauso haben wir Psychotherapeuten die Menschen vom gesunden Lebensstil, von der Beschäftigung mit einer gesunden Lebensführung abgehalten, indem wir uns den ganzen Tag mit ihnen in den Therapien beschäftigt haben, mit all diesen Begriffen Selbstliebe, Selbstbewusstsein, Selbstwertgefühl, liebe dich selbst, Selbstwertgefühl, Liebesunfähigkeit und all diesen Dingen. Ja? Und das heißt, für mich war es im Sinne, Selbsterkenntnis ist der einzige Weg zur Besserung der Welt, war es ganz wichtig zu erkennen, dass eben ich da voll war mit den vorteilbringenden Irrtümern meiner eigenen Sparte. Ich habe damit gutes Geld verdient, aber ich habe die Patienten ferngehalten davon, sich mit der Katzenfrage zu beschäftigen. Kann die Katze jemals glückselig werden, wenn man ihr das Mäusefangen wegnimmt? Und kann der Mensch, wenn er wirklich, wie der Mensch genetisch eventuell wirklich,
so ähnlich ist wie die Bonobos und damit so ähnlich wie die matriarchalen Kulturen, die es heute noch in Resten gibt. Wir hatten übrigens die Matriarchatsforscherin bei uns da, die Dr. Heide Göttner-Abendroth war bei uns in einer Sendung. Und die Frage ist, die ich mir aber als Psychotherapeut nie stellen durfte, weil das hätte dann Ärger gegeben, kann der Mensch überhaupt jemals glückselig werden, wenn er nicht seine Natur lebt? So wie die Katze niemals glückselig werden kann, wenn ich ihr das Mäusefangen wegnehme. Und wie der Tiger niemals glückselig werden kann, wenn ich ihn im ganz engen Käfig einsperre und ihn nicht sein natürliches Jagdverhalten leben lasse, genießen lasse. Und deswegen, also in meinem Kopf habe ich all diese Worte wie Selbstbewusstsein und so weiter erkennen müssen, dass es sich um die vorteilbringenden Irrtümer meines eigenen Berufsstandes handelt, mit dem wir bewirkt haben, dass die Menschen nicht fähig werden können, sich gegenseitig Glück schenken zu können. Ich wurde zum Beispiel letztens gefragt, ob ich denn nicht doch bereit wäre, in eine existierende Kommune einzuziehen. Da habe ich gesagt, warum soll ich in etwas einziehen und warum soll ich mit Menschen zu tun haben wollen, die so voll von vorteilbringenden Irrtümern des Kapitalismus, der quasi voll sind von Kapitalismus im Kopf, dass sie mir kein Glück schenken können, anderen kein Glück schenken können, sich gegenseitig kein Glück schenken können. Warum soll ich in eine freudlose Kommune gehen, um dann genauso dann mein Glück auch dort wieder in der Konsumsucht zu suchen, in der Ersatzbefriedigung zu suchen zu müssen? Das kann ich auch ohne Kommune haben. Ja? Da brauche ich mir den Stress einer Kommune nicht antun. Und das ist genau der Punkt. Der Kapitalismus hat uns alle so angefüllt mit Millionen von vorteilbringenden Irrtümern oder Killerviren des Geistes, so durchmanipuliert, dass wir wirklich nicht mehr fähig sind, uns gegenseitig glückselig machen zu können. Denn wir Menschen sind ja Lebewesen, die quasi wie die Katze. Wir haben bestimmt wie die Katze bestimmte Glücksmöglichkeiten und wenn diese Glücksmöglichkeiten nicht angesprochen werden, dann können wir auch nicht glückselig werden. Ja? Das ist ja die Idee der Meditierer, dass sie denken, wenn sie nur lange genug meditieren, dass sie irgendwann Glückseligkeit erreichen würden. Das ist aber so ähnlich, wie wenn eine Katze festgebunden wird auf dem Stuhl und eben nicht mehr jagen darf und dass man dann darauf wartet, dass die Katze trotzdem glückselig wird. Die wird nicht glückselig. Niemals. Geht nicht. Weil die Katze muss, um glückselig zu sein, die Erlaubnis bekommen, ihre Glücksmöglichkeit zu leben. Und leider ist es nun mal so, dass Katzen Glücksgefühle eben dann am stärksten erleben, wenn sie das Abenteuer der Jagd praktizieren dürfen. Ist leider so. Bei Raubtieren ist das leider so. Ja? Und während ein grasendes Gnu oder Zebra zum Beispiel niemals Glücksgefühle erleben wird, wenn es auf die Jagd gehen würde, weil es kein Raubtier ist, weil es die Genetik dafür gar nicht hat. Ein Zebra erlebt bei ganz anderen Dingen seine höchsten Glücksgefühle, aber auf keinen Fall bei der Jagd. Ja, also so hat jede Art ihre Möglichkeiten, wo sie Glück erleben kann. Und das Dilemma ist also, dass wir sozusagen der Mensch von heute so viel Kapitalismus im eigenen Kopf hat und es den Menschen so schwer fällt, Selbsterkenntnis zu praktizieren, also die vorteilbringenden Irrtümer der verschiedenen Sparten,
die im eigenen Kopf gelandet sind, wieder rauszuwerfen oder zu erkennen erstmal und dann auch wieder rauszuwerfen. Und dadurch kommt es dann dazu, dass eben alle Kommunen, die ich kenne, am Ende daran scheitern, dass die Menschen sich in der Kommune nicht gegenseitig glücklich machen können, weil sie eben diese ganzen vorteilbringenden Irrtümer im Kopf haben, nämlich dass eben, zum Beispiel angefangen davon, dass eben Körperkontakt nicht so wichtig ist, nicht so gut ist und so weiter. Und dann haben die, sind die Köpfe voll davon, dass man sich, dass Eifersucht normal sei und richtig sei und gut sei. Und dann empfinden die Leute auch so und dann leiden die auch wirklich und dann funktionieren diese Kommunen nicht und dann sind sie nicht glückselig und dann, ja, und dann gehen sie meistens auch wieder auseinander, über kurz oder lang. Ja, oder diese meisten Kommunen haben eine ewige Fluktuation, die bleiben also nicht lebenslang zusammen, sondern da ist ein ständiges Kommen und Gehen, weil die Leute eine Zeit lang da sind, merken, dass sie in dieser Kommune nicht glücklich werden, weil alle Menschen nicht fähig sind, sich gegenseitig Glück zu schenken. Und dann gehen sie wieder auseinander und konsumieren dann wieder so nach dem Motto, ob ich nun alleine konsumiere oder ob ich in der Kommune konsumiere, das ist nun auch egal. Ne? Das kann ich auch genauso gut alleine konsumieren. Da habe ich dann vielleicht weniger Irritationen noch. Ja? Und jetzt noch zu, also das heißt, das Problem ist, dass diese vorteilbringenden Irrtümer so stark sind und dieser Kapitalismus in unseren Köpfen so gewaltig ist, dass wir es vielleicht eben auch gar nicht schaffen, da überhaupt eine Änderung zu bewirken. Ja, weil der Kapitalismus sitzt so fest in unseren Gehirnen, dass wir das gar nicht schaffen können. Ja. Jetzt noch zu dem Thema Zins und Gleichheit. Also unser Ziel ist ja, dass in diesen Kommunen, ja, bei den Bonobos und bei diesen matriarchalen Kulturen läuft das ja so ab, dass die Männer alles, was sie finden, den Frauen und Kindern schenken. Warum? Die schenken alles den Frauen und Kindern, weil sie ja sozusagen geliebt werden wollen. Die wollen geliebt werden. Warum wollen sie denn geliebt werden von den Frauen und Kindern? Wenn sie von den Kindern geliebt werden, dann mögen sie die Mütter auch gleich ein bisschen mehr. Also die Mütter richten sich auch ein bisschen danach, wenn ein Kind einen Mann liebt, dann hat die Mutter auch gleich größere Sympathien gegenüber diesem Mann. Und dadurch steigt dann die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Mann dann der Vater des nächsten Kindes zum Beispiel in der Kommune werden kann. Das heißt, die Frau gewährt ihm eine bessere Chance für den Zugang zu ihren Eizellen. Ja? Und das ist quasi der Lohn der Männer dafür, dass sie völlig selbstlos, scheinbar selbstlos, alles den Frauen und Kindern schenken, aber es ist letztendlich keine völlig gleichheitsorientierte Gesellschaft. Und wenn also auch bei den Bonobos keine vollständige Gleichheit existiert, weil der Mann, der den Frauen und Kindern mehr schenkt als der andere, der kriegt auch mehr Zugang zu den Eizellen der Frauen, obwohl alle miteinander Sex haben, wird dort trotzdem die Wahrscheinlichkeit, dass derjenige, der am meisten schenkt, auch der Vater des nächsten Kindes in der Kommune wird, das ist, zeigt also, dass diese Gesellschaft keine Gleichheitsgesellschaft ist. Also auch die matriarchalen Kommunen und der Bonobo-Kommunismus ist keine Gleichheitsgesellschaft. Jetzt müssen wir uns natürlich als Wissenschaftler, haben wir uns dann gefragt, woher kommt denn dann dieser Irrtum der Gleichheit, ist das eventuell der vorteilbringende Irrtum irgendeiner Sparte?
Auch die Idee von Zins und Zinseszins, dass man den Zins und Zinseszins abschafft, bedeutet ja, dass also dann sozusagen ein Mensch sein Geld ja nicht mehr verleihen darf einem anderen, der damit zum Beispiel ein Haus baut oder eine Fabrik aufbaut und dann Arbeitsplätze schafft zum Beispiel. Und denn er würde ja, wenn es keinen Zins und Zinseszins mehr gibt, würde er ja für das Verleihen dieses Geldes keine Zinsen bekommen, sondern würde, wenn die Fabrik pleite geht, würde er gar nichts zurückbekommen und dann ist er pleite sozusagen. Oder er würde, wenn die Fabrik Erfolg hat, würde er zwar sein Geld zurückkriegen, aber keine Zinsen dafür. Hätte also nichts davon, dass er das verliehen hätte. Und dadurch würde dann quasi letztendlich unser gesamtes Wirtschaftssystem zusammenbrechen. Und dann würde es unheimlich viel Sozialfälle geben, unheimlich viel im Elend lebende Menschen. Und dann würden ganz viele Sozialberufler davon profitieren, solange die überhaupt noch bezahlt werden können, solange es noch einen Staat gibt, der sie überhaupt bezahlen kann, würden dann ganz viele Sozialberufler ganz viele Sozialfälle zu betreuen haben. Und deswegen vermutet man, dass das mit der Gleichheit, die Vorstellung von der Gleichheit, ein vorteilbringender Irrtum der Sozialspartler ist und dass auch das Konzept von der Abschaffung von Zins und Zinseszins auch ein vorteilbringender Irrtum der Sozialspartler ist, der zur Verelendung der Gesellschaft führen könnte und würde und damit zu einer Masse von Sozialfällen, die dann wieder von den Sozialspartlern betreut würde. Also du siehst, Silvia, dass wir also sozusagen alles hinterfragen. Wenn uns jemand irgendwas erzählt oder irgendeine Vorstellung hat, dann versuchen wir immer rauszufinden, ist das jetzt die Wahrheit, was er uns erzählt, oder ist es ein Irrtum irgendeiner Sparte, die diesen Menschen infiziert hat im Kapitalismus? Also ist, weil wir ja davon ausgehen, dass quasi jeder Mensch notwendig, so wie ich es ja auch selber bei mir selbst entdecken musste, dass ich voll war von verschiedenen vorteilbringenden Irrtümern verschiedener Sparten dieser Gesellschaft. Und jetzt ist es natürlich so, dass wir auch bei allen möglichen Leuten, die politische Konzepte haben, uns auch immer wieder fragen, ist das jetzt die Wahrheit? Ist das wirklich ein gutes Konzept? Oder ist es ein vorteilbringender Irrtum, der irgendeiner Sparte Profite bringt, aber den Menschen keinen Nutzen bringen würde? Sondern die Menschen würden bluten, aber die Sparte würde gewinnen. Und das ist uns so unsere Frage, wie wir das Thema Selbsterkenntnis ist der einzige Weg zur Besserung der Welt praktizieren. Ja, wir sind bei hochinteressanten Themen. Ich bin gespannt, was du darauf antwortest, weil ich habe ja jetzt mal quasi so einige deiner Denksysteme einfach mal in Frage gestellt. Ja, ich habe jetzt quasi mal das Ganze so in Frage gestellt oder hinterfragt. Könnte es nicht sein, dass da Teile davon vorteilbringende Irrtümer irgendwelcher Sparten sein könnten? Und das ist für die Zuschauer jetzt auch ein sehr interessanter Punkt, an dem wir gerade sind. Und ich bin gespannt, was dir zu dem einfällt, was ich jetzt so ausführlich erläutert habe. Ich gebe an dich weiter. Ja, danke schön. Also grundsätzlich kann ich sagen, das hat alles ganz viel mit der Matrix zu tun. Allein der Gedanke zu sagen, okay, ohne Zins und Zinseszins, wie würde es sein, da würde es noch mehr Sozialfälle geben. Das finde ich total lustig, weil die Sozialfälle gibt es ja gerade deswegen heute schon, weil es Zins und Zinseszins gibt. Und alles, was wir kaufen, ist, glaube ich, 50% Zins überhaupt. Und ich verfolge ein ganz anderes Denken, weil ich ja ohne Geld gelebt habe, außerhalb des Systems. Ich denke gar nicht mehr so in diesen rationalen Begriffen, sage ich jetzt mal so.
Weil ich sehe das genauso, wie du sagst, das sind eigentlich Spiralen. Das, genau, also das, dieses lineare Denken ist ja für mich sowieso schon ein verkehrter Ansatz, überhaupt zu denken. Also deshalb kann ich mit diesem, was du erzählt hast, was passiert, wenn man ohne Zins und Zinseszins, das ist ja vollkommen systemimmanent gedacht. Das ist ja nicht außerhalb des Systems gedacht. Und ich wollte einfach einladen, mal ganz außerhalb des Systems zu denken oder auch ganz außerhalb der Matrix. Also es ist ja eine Matrix, also da gab es ja auch diesen Film, ich habe ihn nur ganz kurz gesehen. und das sagen ja alle spirituellen Meister, die reden von Maya, von der Illusion. Maya heißt Illusion, es ist alles eine Illusion. Und ich sehe das auch so. Also ich habe früher immer jahrelang nach der Wahrheit gesucht. Also ich war so eine Wahrheitssucherin. Was ist die Wahrheit? Das war für mich die wichtigste Frage überhaupt. Hast du ja auch gerade angesprochen, dass ihr das auch macht. Und das habe ich auch immer getan. Was ist die Wahrheit hinter den Erscheinungen? Und das ist ja oft was ganz anderes als die Wahrheit ist oft anders, als sie erscheint. Dann gibt es noch verschiedene Wahrheiten, also eine individuelle Wahrheit, also was ich als Wahrheit ansehe, da gibt es so viele Wahrheiten wie Menschen auf der Erde. Und dann gibt es eine relative, also das sage ich jetzt mal so, und dann gibt es, also ja, genau, der eine sagt dies, der andere sagt das, und dann gibt es eine absolute Wahrheit, das findet man normalerweise erst viele Jahre später heraus, also auch der Geschichte, die ganze Geschichte, die wurde ja auch, man sagt ja, der Sieger erzählt die Geschichte, also das bekommt man ja oft Jahrzehnte oder Jahrhunderte später erst raus, was ist wirklich geschehen, also wer hat die Geschichte geschrieben und mit welcher Absicht und was war eigentlich wirklich, was steckte wirklich hinter den Dingen. Also sich allein diese Frage zu stellen, ist, glaube ich, das Wichtigste überhaupt. Also auch die Wahrheit von der Lüge zu unterscheiden, also dieses Unterscheidungsvermögen zu entwickeln, ist, glaube ich, das Wichtigste überhaupt. Und das kann einem auch niemand abnehmen. Also das ist unsere Aufgabe als Menschen, dieses Unterscheidungsvermögen zu entwickeln. Ich sag mal, weil du immer wieder darauf hinweist, auf diese vorteilsbringenden Irrtümer und auf die Befreiung davon. Also ich glaube in der Tat, dass Bewusstseinsarbeit uns daraus befreien kann. Also ich sage jetzt nicht alleine Bewusstsein, aber doch irgendwie schon, glaube ich schon. Dass dadurch, dass wir uns dessen bewusst werden, können wir uns davon befreien. Also, und da können wir uns auch gegenseitig helfen dabei. Und deswegen brauchen wir Menschen auch einander, um dahin zu schauen. Und das finde ich eben einen ganz tollen Ansatz bei euch auch, zu sagen, okay, wir wollen schauen, was sind diese vorteilbringenden Irrtümer, bei allem das zu hinterfragen, ganz, ganz wichtig, wenn nicht das Wichtigste überhaupt. Und dann zu schauen, ja, was ist die Wahrheit? Uns dessen bewusst zu werden und dadurch kann man es ändern. Also hat auch mit dem, was ich vorhin gesagt habe, mit Licht in die Dunkelheit zu bekommen, zu tun. Also einfach Licht auf die Dinge zu werfen, damit sie sichtbar werden. Und dann können sie sich schon auflösen. Also die Dinge zu akzeptieren, anzuerkennen. Und erst dann, interessanterweise, das ist ja ein ganz, ganz interessantes Phänomen,
wenn wir irgendwelche Probleme haben und wollen die lösen und versuchen die zu lösen und es irgendwie funktioniert es nicht. Ich weiß nicht, ob dir das auch schon aufgefallen ist, ist ganz oft so. Und erst wenn ich es akzeptiere, wie es ist, dann kann sich was ändern. Also wenn ich es zu 100% akzeptiere und annehme, es ist, wie es ist, erst dann kann sich interessanterweise ändern. Und ich bin halt, ich habe einen anderen Weg gewählt. Ich habe den Weg gewählt, nicht davon zu profitieren, von diesen vorteilsbringenden Irrtümern. Ich habe den Weg gewählt, eben radikal auszusteigen von dem allen. Um das Ganze, ich sage jetzt mal, von der Wurzel her, also radikal auszusteigen, um das Ganze von der Wurzel her auszureißen, sage ich jetzt mal so. Aber natürlich, ich habe auch profitiert, ich habe auch vom System profitiert, mich haben Leute eingeladen, die das Minimum bekommen haben in Frankreich, ich habe von den Lebensmitteln gelebt, die weggeworfen wurden in dem System, was ich auch gar nicht in Ordnung finde und was natürlich auch eine ganz wichtige Sache wäre, anzugehen, dass keine Lebensmittel mehr weggeworfen werden, sondern dass sie zugänglich gemacht werden und zwar frei, kostenlos und unbürokratisch, also nicht wie das hier bei der Tafel geschieht oder sowas. Das sind alles so Sachen, die man einfach angehen müsste mal. Und genau, also vorteilbringende Irrtümer, ich finde es ganz wichtig, da sich gegenseitig auch ja, liebevoll darauf hinzuweisen. Und es wäre vielleicht wirklich mal eine Aktion, wie wir es auch im Gespräch schon angedacht haben, diese Sachen mal vielleicht aufzuschreiben, so dass andere davon profitieren können. Also dass andere sich das auch leichter bewusst machen können. Also das fällt mir jetzt gerade so ein, weil das ist was, was uns ja alle betrifft, mehr oder weniger. Also im Grunde geht es darum, erstmal sich bewusst zu machen, was tut man überhaupt. Also genau, also ich habe ja vorgelebt, ganz anders leben zu können, ohne alles leben zu können, was wir meinen zu brauchen. Das zu leben, wovor die Leute Angst haben, keine Wohnung haben, kein Einkommen, kein Geld, keine Arbeit und so weiter. Das zu leben, also dass man auch ganz anders leben kann. dass wir das, was wir glauben zu brauchen, um glücklich zu sein, dass wir das gar nicht brauchen. Und wir brauchen überhaupt keinen Fernseher. Und wir sind viel glücklicher ohne Fernseher. Und ich habe das immer wieder in meinem Buch auch beschrieben, weil ich Menschen getroffen habe, die auch den Fernseher abgeschafft haben und sagen, boah, ich bin viel glücklicher. Also ohne diese Massenmanipulationsmaschine, sage ich jetzt mal. Ich bin ja viel glücklicher, wenn ich Zeit habe für mich, mich dem zu widmen, mir zu überlegen, was ich selber machen möchte. Also da kommen wir jetzt zu diesem Konsumverhalten wieder. Statt was zu konsumieren, was jemand anders produziert hat für mich und wo jemand anders in diesem System noch ganz, ganz viel Geld verdient damit, dass ich das konsumiere mit der Einschaltquote und die kriegen dann Geld dafür, pro Minute und so weiter, was jeden wieder aus der Tasche knöpfen mit ihren Rundfunkgebühren oder so, dass ich da aussteige und sage, nö, das hat mich bisher doch nicht wirklich glücklich gemacht und zufrieden und genährt. Das ist ja auch eine gute Frage, die man sich stellen kann. Nährt mich was? Ja, bei allem, was ich tue, nährt mich das? Tut es mir gut? Wenn ich da mal genau auch mit diesem Licht des Bewusstseins rangehe an die Sachen, tut mir das wirklich gut, was ich tue? Das mal zu hinterfragen.
so wie ihr mein System hinterfragt, kann man sich alles hinterfragen, was man tut. Und da, das habt ihr ja auch mit dieser Wohlfühlstimmung, geht es mir gut damit? Fühle ich mich jetzt wohl damit, dass ich das konsumiert habe? Oder tue ich mal was anderes? Mache ich jetzt mal einen Spaziergang in der Natur? Mache ich das jetzt einfach mal? Und nicht nur heute, sondern morgen und auch übermorgen. Und guck mal, wie es mir geht damit. Und vielleicht geht es mir ja viel besser. Und genau, also das ist das, was ich dir sagen kann. Und mit Kommunen, klar, ich weiß auch, da ist eine große Fluktuation. Und ich bin jetzt selber dabei, auch hier in der Gemeinschaftsgründungsinitiative aktiv zu sein. Und das sind wir jetzt auch am Überlegen, was wollen wir im Gegensatz zu dem, was schon da ist. Und da finde ich halt auch gerade wichtig, eben ja, so Räume, also Herzensräume auch anzubieten. Räume, wo Menschen sich wohlfühlen, wo sie sein können, wie sie sind, wo sie sich nicht verbiegen müssen, wo sie sagen können, was ihnen am Herzen liegt, was ihnen auf der Seele lastet. All diese Dinge, wo sie normal zum Therapeuten rennen, ja, und teuer dafür bezahlen, oder sich bezahlen lassen von der Krankenkasse. Also das anzubieten, dass die Menschen da sein können mit allem, was da ist, mit all ihren Sorgen, Nöten, mit ihren Zweifeln, mit ihren Gedanken. Und dass man dann schaut und jeder wohlwollend dem anderen gegenübersteht, also in Gedanken an Kooperation statt Konkurrenz. Das ist ja das Neue, was wir eigentlich wollen. Und genau da auch rauszukommen und da immer wieder Nein zu sagen, auch jetzt zum Beispiel gerade aktuell Spaltung, wenn wir sehen, oh, da will uns jemand spalten, dass wir da sagen, nein, wir lassen das nicht zu, das wollen wir nicht. Wir wollen in der Einheit sein, wir wollen im Frieden sein mit dem anderen. Wir wollen uns so, wie wir es hier machen, auch wenn der andere eine andere Meinung hat, wir wollen dem anderen zuhören. Wir wollen dem anderen Raum geben. Wir wollen ihn wertschätzen mit dem, was er mir zu sagen hat, mit seiner Meinung. Wir wollen gucken, wie kam er dazu, diese Meinung zu vertreten, diese Meinung zu haben. Oder gerade, wo du auch sagtest, Andersdenkende, den hört man gar nicht mehr zu. Gerade den Entwicklungen entgegenzustehen und zu gehen und zu sagen, ja, jetzt höre ich erst recht mal zu. Was hat er denn zu sagen? Vielleicht hat er mir was ganz Wichtiges zu sagen. Der Mensch auf der Straße zum Beispiel auch. Die Menschen auf der Straße, die wissen oft ganz viel von der Wahrheit. Die haben uns oft ganz viel Wahres zu sagen. Mal was anders zu machen wie bisher. Das ist doch auch eine Herausforderung. Ich sage immer, das Abenteuer beginnt mit einem Schritt zur Seite, indem ich einfach mal einen Schritt zur Seite gehe und mal was anders mache, mal langsamer gehe, mal einen anderen Weg gehe, mal mit jemand rede, mit dem ich normal nie reden würde, wo ich normalerweise ins Handy schauen würde. Also ja, also wir können eine ganz, ganz andere Welt kreieren, wenn wir was einfach mal anders machen. Also das möchte ich gerne heute Abend meinen Zuhörern und Zuhörerinnen mitgeben. Und ich glaube, also für mich wäre das Gespräch jetzt rund. Ich habe natürlich noch ganz viel zu sagen und vielleicht kommt es auch mal wieder zum Gespräch. Und ich wollte mich noch mal ganz herzlich bedanken für heute Abend, diese spontane Zusammenkommen. Ich war schon zweimal dabei in größeren Runden und dass ich jetzt wieder dabei sein konnte heute, das freut mich sehr. Und ja, jetzt frage ich mal, ob du auch einverstanden bist, wenn wir das Gespräch dann langsam zu Ende führen. Ja, wir sind ja jetzt schon lang dabei, ne? Ja, wir können ja das einfach mal für heute dann soweit abschließen. Also
Ich stelle fest, wir haben heute, wir sehen ja, wir haben ja sehr unterschiedliche Weltbilder. Also ich, wie gesagt, Weltrat und Next Scientists for Futures sind sehr stark naturwissenschaftlich geprägt, hinterfragen quasi, fragen bei allem, ob es sich um Wahrheit handelt oder vorteilbringenden Irrtum irgendeiner Sparte dieser Gesellschaft und so weiter. Und ja, und jetzt, wir sind heute dann ja letztendlich konfrontiert gewesen, einfach mal mit einem wieder mit dem ganz anderen Ansatz des, ja, eher, ja, wie kann man das nennen, spirituellen Weges oder ja, also ein anderer Weg zum Glück sozusagen, eine Suche in diese Richtung. Ich schlage jetzt gerade noch mal deine Homepage hier auf, ja. Ja, und so war das jetzt eben, ich denke, für die Zuschauer interessant, einfach mal, dass sich wieder mal zwei an sich natürlich relativ weit auseinanderliegende Grundweltbilder sozusagen begegnen, sich bei vielem auch sehr, sehr ähnlich sind. Ich glaube, wir waren uns einig in so Punkten wie gesunde Ernährung, Bewegung, gesundes Lebensstil. Wir waren uns einig, dass das Gesundheitswesen sozusagen das jetzige Gesundheitswesen eher von der Krankheit lebt als von der Gesundheit und eher sehr wenig Wissen über Gesundheit hat, dass wir eine Gesundheitsreform brauchen, wo eben Gesundheitsförderung belohnt wird, wo die Verbesserung von Wohlfühlstimmen, Gesundheit und Langlebigkeit belohnt wird. Also wir waren uns ja auch in vielen Punkten einig. Ja, und es gibt dann aber noch viele Unterschiede. Irgendwann beim nächsten Mal können wir ja mal auch drüber sprechen, über so Dinge wie Zins und Zinseszins, Gradido, Schwundgeld und so weiter. Und die Frage der Naturwissenschaftler eben, handelt es sich dabei um vorteilbringende Irrtümer der Sozialsparten oder handelt es sich um gute Konzepte? Ne? Das sind so interessante Fragen, die man ja demnächst vertiefen kann noch weiter. Denn bei uns ist ja so, dass wir immer sozusagen ja sagen, ich lese noch mal vor, was ist unser Motto? Erstens, unser erster Satz auf der Homepage, Selbsterkenntnis ist der einzige Weg zur Besserung der Welt, also immer dieses Gespräch und dann der Satz, der auf Jürgen Wagner letztendlich zurückgeht und auf die freie Argumentekultur. Der zweite Satz auf unserer Homepage heißt ja aus gutem Grunde die freie Argumentekultur des wechselseitigen Falsifizierungsversuches ist die einzige Chance für die Menschheit. Wir haben uns in manchen Punkten einander zugestimmt, in manchen Punkten einander in Frage gestellt. Falsifizierung heißt ja in Frage stellen. Falsifizierung heißt zu gucken, trägt jemand vielleicht einen vorteilbringenden Irrtum mit sich herum oder einen sonstigen Irrtum. Es gibt ja übrigens auch, es gibt nicht nur vorteilbringende Irrtümer, es gibt auch sonstige Irrtümer. Ja, von dir aus jetzt noch ein Schlusswort dazu. Ich glaube, wir haben eine Ja, interessante Sendung hingekriegt, würde ich sagen, oder? genau. Ich wollte noch sagen, ja, wie nennt man das ja genau? Ich würde sagen, von der spirituellen Richtung her, manche sagen auch Mystik. Mystik. Und ich habe festgestellt, dass die Mystik und die Wissenschaft, die kommen auf unterschiedlichen Wegen zum selben Ergebnis. Oft. Nicht immer, aber oft. Ja, in manchen Punkten doch, ne? Wenigstens, ne? Ja, und das haben wir jetzt auch wieder gesehen. Und ach, ich freue mich einfach für das Gespräch heute Abend. Und ja, danke nochmal ganz herzlich für diese ja, sehr, sehr, sehr rasche Umsetzung von gestern Abend auf heute Abend. Ich danke fürs Zuhören allen Zuhörerinnen und Zuhörern oder Zuschauern. Und ja, kann nur einladen, sich auf meiner Homepage anotherworld.zeit umzuschauen oder
auf vagabundenblog.wordpress.com oder auf violetspirit.wordpress.com. Genau, also vielen Dank. Und genau das ist ja unser Motto, nämlich, dass wir sagen, bei uns ist eben immer innerhalb kürzester Zeit möglich, dass man eine Sendung macht, weil, also alle Leute sind ja bei uns eingeladen, weil das ist ja wirklich unser Motto, dass wir wirklich glauben, die freie Argumentekultur, wie sie Jürgen Wagner sozusagen ja so ganz ins Zentrum rückt, die freie Argumentekultur des wechselseitigen Falsifizierungsversuches ist für uns die einzige Chance, dass wir vielleicht dieses riesige, bösartige, patriarchale, diesen bösartigen patriarchalen Raubtierkapitalismus vielleicht doch wirklich irgendwie beenden können und durch ein sehr menschliches, gemeinwohlorientiertes, menschliches Leben dann irgendwann ersetzen können. Ja, das würde ich mir auch wünschen. Alles klar, dann jederzeit Bescheid sagen. Wir können jederzeit wieder einen Termin ansetzen, weil das ist ja unsere Arbeit hier, ja, unserer kleinen Mini-Universität. Also das war jetzt dann heute wieder eine interessante Seminarveranstaltung für unsere Mini-Universität und für unsere Studenten. Und wir haben ja, wie gesagt, das wird jetzt wieder ein paar Hunderte von Zuschauern kriegen. Ja, das, ja schön. Ja. Alles klar, dann bis bald und allerspätestens sehen wir uns ja am nächsten Montag, ne? Ja, genau. Alles klar. Bis dann. Bis bald. Tschüssi. Tschüss.